denke, das zentrale Problem bei der Frage nach dem Proletariat oder der Klasse ist, dass bereits die Frage falsch gestellt ist und durch die falsche Frage lauter falsche Antworten produziert werden. Ich möchte das an zwei etwas Antipoden-Positionen einmal darstellen, die idealtypisch immer mal wieder aufeinanderkrachen. Das ist einerseits die Position derer, die sich selbst als antideutsch oder wertkritisch titulieren und deren Tummelplatz, genau wie das, der Tummelplatz ihrer Gegnerin, das akademische Seminar ist an der Universität, in dem sie sitzen und erzählen, dass es keine Klassen mehr gäbe und dass das keinen Sinn mehr machen würde. Und solche Dinge, die Leute, für die sowas wie Gesellschaftskritik halt eine Art nützliches Hobby ist, über das sich sogar ihre Eltern freuen würden, weil man da endlich was machen kann für seine geistes- bzw. sozialwissenschaftliche Ausbildung außerhalb der Universität, das sinnvoll verwenden kann. Zentrale Vorstellung hier scheint mir immer wieder zu sein, dass gesagt wird, also ein, oder es gibt wahrscheinlich zwei Argumente, die immer wieder auftauchen. Das eine einfachere ist, dass das revolutionäre Proletariat empirisch ja nicht so richtig vorhanden ist, ne, könnte man sagen, oder gar nicht vorhanden ist. Auch der Raum hier ist nicht gefüllt mit Leuten, die aus der Fabrik kommen und sich das anhören, um irgendwas, keine Ahnung, dann hinterher die Welt auseinanderzunehmen, sondern mit Leuten, die vermutlich mehrheitlich auch entweder studiert haben oder studieren. Das andere Argument, was immer wieder kommt, ist, dass, oder der, die andere Position, die immer wieder auftaucht, ist, dass aus der Position die Leute innerhalb des Produktionsprozesses oder innerhalb der Gesellschaft hätten, keine Einsicht in die gesellschaftlichen Verhältnisse abgeleitet werden könnte. Das Interessante ist zugleich, dass das immer ein bisschen mitschwingt, also von der Entwicklung der Debatte her, die Vorstellung, dass eigentlich müsste das Proletariat doch revolutionär sein und sozusagen die etwas resignierte Antwort darauf, dass das aber nicht der Fall ist, sozusagen ist eigentlich das, woher der ganze moralische Impetus dieser Feststellung mir zu kommen scheint. Die Position scheint zu springen zwischen einerseits positivistischer Theorie oder empirischen Untersuchungen, da gibt es kein revolutionäres Proletariat, man sagt, zentral ist nicht das Proletariat oder Klassenkampf in Abgrenzung zu vergangenen Theorien, sondern zentral ist die Werttheorie, die ersten 100 Seiten des Kapitals werden da immer so gehandelt. Oft hat man den Eindruck, die Leute haben auch nicht mehr gelesen als die ersten 100 Seiten des Kapitals. Auf jeden Fall sind mit Bezug auf, auch sozusagen auf Joachim unglücklicherweise, sozusagen tauchen solche Positionen immer wieder auf. Ja, gleichzeitig wird das Ganze ein bisschen mit so einer idealistischen Moral halt verbunden, dass so, keine Ahnung, man, ich weiß nicht, wer solche Seminarsituationen kennt, ist immer wieder das Gleiche. Leute sagen, was da sitzen und sagen, die Antipoden sitzen, sagen was von Klasse, dann kommen die Leute und sagen, ja, aber es gibt ja gar keine Klasse oder es gibt keine Klasse mehr, vielleicht etwas abgeschwächt. Dann wird gesagt, das Problem ist doch der Wert oder immer wieder erlebt man auch, ja, wir sind doch alle davon betroffen, man soll sich keine Sündenböcke suchen, bringt doch nichts gegen die Kapitalisten zu hetzen und die Arbeiter sind ja auch alles Leute, die sind ja gar nicht so fein, wie unterstellt wird, die haben ganz viele komische Vorstellungen im Kopf, sind halt rassistisch, sexistisch, antisemitisch. Und so weiter und so fort. Die Gegenposition findet sich meistens in den gleichen Seminaren. Das sind die Leute, die immer und überall Klassenkämpfe sehen, die immer schon wissen, dass das Proletariat immer und überall gegen die elenden Zustände, in denen es lebt, aufstehen müsste und die meinen, wie Sozialpädagogen sich gegenüber dem Proletariat verhalten zu müssen und meistens dann auch noch den Leuten, die diese antideutsch-wertkritische Position vertreten, in Anführungsstrichen, vorwerfen, halt reine Theorie zu machen. Es käme aber auf die Praxis an. Die Praxis sei das, was die Welt verändert, als wenn irgendwer denken würde, wenn man im Zimmer sitzt und denkt, würde die Welt davon anders werden. Ja, und die Leute sozusagen sehen über, also erzählen vom, was weiß ich, Sozialismus in Lateinamerika, vom Streik in Hintertupflingen, in dem sich die Arbeiter jetzt zusammentun, sehen überall schon die kommende Revolution, die es nur zu unterstützen und zu organisieren gelte und treten genauso von außen ans Proletariat heran. Das, was die gemeinsame Position dieser beiden zu sein scheint, ist einerseits, dass es sich um eine reine Nachlassverwaltung von sowas, was mal kritische Theorie oder revolutionäre Kritik war, handelt. Leute lesen Bücher, die damals waren. Man redet darüber akademisch, wie was aus was abgeleitet werden könnte. Was ist der Begriff des Proletariats bei XY? Wie ist es eigentlich mit Theorie und Praxis bei Adorno? Wie sieht es dort aus? Der Begriff der Kritik bei, hast du nicht gesehen. Also sozusagen, das, was gemacht wird, ist, philologisch werden Texte erforscht, was ja sicher auch keine schlechte Sache ist, Texte zu lesen und zu gucken, was da steht. Aber darin verwaltet sich das und man versucht eigentlich, die Antworten auf die Gegenwart zu finden in Texte vergangener Revolutionsversuche oder der kritischen Auswertung gescheiterter Revolutionsversuche. Ein weiterer Punkt, den diese beiden Strömungen gemeinsam haben, scheint mir zu sein, dass die Arbeiter immer die anderen sind. Niemand spricht von seinen eigenen Problemen, seinen eigenen Verhältnissen, in denen man lebt. Leute thematisieren auch ihre eigene Lohnarbeit nicht. Interessanterweise sind sowohl diejenigen, die
in ihrer Freizeit die Arbeitslosen auf dem Arbeitsamt revolutionär versuchen zu organisieren, sind dieselben, die die Fresse halten bei sich auf Arbeit, wie auch die Leute, die zwar groß von es muss aufs Ganze gehen, kritische Theorie, sind die gleichen Leute, die auf der Uni auch die Fresse halten, wenn sie das Gefühl haben, der Professor oder die Professorin wäre vielleicht sonst angegriffen und man sähe seine akademischen Freunde da schwinden. Beide Positionen scheinen mehr eine Position der Theorie zu sein, die halt auch selbst noch in der Frage aufkommt, was kann man eigentlich mit dem Begriff der Klasse noch anfangen? Also die Frage so gestellt impliziert bereits, dass es mal sowas gab wie eine richtige Kritik der Klasse oder einen richtigen Begriff der Klasse, den es einmal gab, der veraltet ist. Man müsste jetzt sortieren und gucken in der Welt, was ist da eigentlich passiert, was hat sich verändert, warum sind die Arbeiter eigentlich nicht mehr revolutionär? Das impliziert immer schon im Rückblick eine Theorie, die es zu aktualisieren gelten würde. Also, und davor sind auch nicht irgendwelche Geistesgrößen gefreit. Also selbst Theodor Adorno in der Deutschen Soziologentag, ich glaube der 16. ist das in Frankfurt gewesen, selbst da wird die Frage gestellt, ja, in der Soziologie heißt es, ist die Marxische, oder die meisten glauben, die Marxische Theorie ist nicht mehr aktuell. Wir wollen der Frage nachgehen, ist die Marxische Theorie noch aktuell? Schon dort wird sowas wie revolutionäre Kritik in Theorie verwandelt, die man dann erforschen kann, zu dem man jede Menge Zeug schreiben kann und so. Dem gegenüber scheint es mir geboten zu sein, die Sachen vom Kopf auf die Füße zu stellen ein wenig und zu sagen oder stark zu machen dagegen eine Position der Kritik, eine Kritik, die genau aus den Widersprüchen und Problemen, die sich da anhalten. Man redet immer über andere, egal ob man sie jetzt schlecht oder gut über sie redet, die Arbeiter. Man redet nicht über die eigenen Probleme, man verwaltet keine Kritik oder man übt keine Kritik, organisiert keine Kritik, sondern verwaltet und erforscht vergangene Theorien. Das sozusagen einmal eingesehen, welche Probleme dabei existieren, kann eigentlich nur noch als Position betrieben werden, eine Kritik des eigenen Lebens, das heißt eine Auseinandersetzung mit den eigenen Problemen, der eigenen Lebenssituation, der Situation, in der man ist und was die eigentlich mit anderen zu tun hat. In dieser Auseinandersetzung wiederum scheint mir der Begriff der Klasse durchaus noch brauchenswert zu sein, und zwar nicht für eine Theorie und nicht als theoretische Frage, sondern als sozusagen im Zuge einer Kritik der herrschenden Verhältnisse. Denn, dass wir arbeiten gehen müssen, dass wir Vereinzelte sind, dass wir unter schlechten Bedingungen dastehen, wenn wir nicht arbeiten gehen, was Arbeit eigentlich mit Menschen macht, sozusagen das Elend, was uns in den Gesichtern der anderen jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit oder zur Uni in Bus und Bahn anschaut, all diese Dinge haben eine Verbindung zum Thema Klasse, und nicht, weil sowas wie Klasse ein Begriff ist, der theoretisch zu aktualisieren wäre, sondern weil er dazu nützt, das eigene Leben zu begreifen und im Zuge dieses Begreifens auch abzuschaffen und dagegen vorzugehen. Der Kapitalismus dabei ist eben doch dann klassenmäßig strukturiert von der eigenen Position aus. Zwar lässt es sich nicht mehr umgekehrt ableiten, nicht mehr die Klasse aus, also nicht mehr mit dem Appell an die Klasse lässt sich aus irrevolutionärer Funke schlagen, nicht mehr die Arbeiter finden sich von selbst zusammen und müssten nur agitiert werden, oder wie es sozusagen noch zu Marxens Zeiten war, es gibt eine tatsächlich oder vermeintlich revolutionäre Arbeiterklasse, denen nur Bewusstsein ihrer eigenen Position gebracht werden müsste, sondern Bewusstsein der eigenen Position steht auf der Tagesordnung. Bewusstsein der eigenen Position heißt eben auch zu sehen, dass die Verselbstständigung des Ganzen, die Ohnmacht, mit dem wir ihm gegenüberstehen, noch das, was die Leute massenhaft zur Theorie treibt und zur Resignation, Ausdruck eines Klassenverhältnisses oder eines Verhältnisses ist, in dem sowas wie Klasse eine Rolle spielt, nämlich eines unbewussten gesellschaftlichen Verhältnisses von Menschen zueinander, das sich gegen diese Menschen verselbstständigt. Das wie Wert, wenn immer wieder Werttheorie eingebracht wird, Wert ist der logische Name für genau dieses gesellschaftliche Unbewusste, dem es Umstand ist, dass die Menschen zwar gesellschaftlich produzieren, aber eben nicht bewusst produzieren und der gesellschaftliche Kontakt der Menschen und Dinge nachträglich wiederhergestellt werden muss und dieser Austausch reguliert werden muss. Sowas wie gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit lässt sich eben nirgendwo messen. Und die lebendige Arbeit, einmal ans Kapital verkauft, mag Teil des Kapitals sein, aber dass eben aus lebendiger Arbeit nicht nützliche Dinge werden, sondern Waren mit Wert, ist Ausdruck dieser Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln. In diesem Sinne muss auch Kritik dort ansetzen und muss sowas wie Klassenverhältnis in Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse mit reingenommen werden und bleibt durchaus aktuell. Ja, dann schreiten wir jetzt zur Autorevolutionstheorie, in der wir uns selber revolutionieren. Also ganz verstehe ich das nicht, weil was du sagst, weil ich finde, dass man ja erst einmal die Mythen über die Klasse und die Mythen vom Klassenkampf bewusst destruieren muss, bevor man also mit dem anfängt, was auch ein bisschen situationistisch klingt eben bei dir, ne, mit dem anfängt, was du sagst. Und da müssen wir doch feststellen, dass wenn wir etwa die in Freiburg kursierenden Aufrufe zum 1. Mai
mal angucken. Es gibt ja zwei verschiedene Aufrufe vom linken Zentrum und vom libertären Bündnis in Freiburg. Ne? Es ist merkwürdig, wie viele Fans dieser 1. Mai hat, obwohl es doch nur um die öffentliche Aufbahrung des Kadavers des deutschen Proletariats geht. Das ist einerseits eine Sache von DGB-Bürokraten und andererseits von irgendwelchen Funktionären der Linkspartei, meistens eben Akademiker, die versuchen, wie Schmeißfliegen über diesem Kadaver zu kreisen und noch irgendwie ein paar wertvolle Nährstoffe abzugreifen. Und sie alle, da stimme ich dir vollkommen zu, sie alle leben eben von der ausgemachten Klassenmetaphysik, dass sie eben denken, sie könnten quasi naturwissenschaftlich feststellen, was die Klasse an sich sei, um dann mit ihrer tätigen Pädagogik etwas zu tun, dass die Klasse auch für sich wird. Und dazwischen ist immer der Intellektuelle und seine Form, in der er am liebsten agiert, seit Lenin und Karl Kautsky, eben die Partei. Die Partei als das Dritte der Vermittlung, das es schon schafft, diese naturwissenschaftlichen Bestimmungen der Klasse an sich ins Bewusstsein der Proleten zu heben. Und dabei sind eben, denke ich, vor allen Dingen zwei von Intellektuellen sehr gern getriebene Abspaltungen am Werk, die ich jetzt kurz charakterisieren möchte, wenn ich nicht so blöd gewesen wäre, mein Telefon nicht auszustellen, was natürlich hier das Letzte ist von mir. Ne? Und der ruft schon an. Ich bitte um Entschuldigung, das ist wirklich das Letzte, was man tun kann. Schlimmer wäre jetzt nur noch hier rumzutweeten, rumzutwittern, wie wir das neulich bei dem Piratenvortrag erlebt haben. Also ich muss das Telefon jetzt auch stumm schalten, das habe ich auch wieder vergessen. Jedenfalls, man sieht eben, wir sind alle Opfer des fixen Kapitals und sind unter dem Niveau unserer eigenen Apparate. Das hat ja auch schon Günther Anders festgestellt. Herrgott, nochmal. Ich schalte das Ding jetzt mal aus, Entschuldigung. So. Also es waren natürlich unheimlich wichtige Nachrichten jetzt vom Klassenkampf, die ich gerade abbügeln musste. Jedenfalls denke ich, dass also die von vielen Operaisten und Anarchisten zu Recht geforderte radikale Kritik, radikale Selbstkritik des Proletariats und die radikale Selbstkritik der Arbeiterklasse zwei Dinge eben auf jeden Fall mit beinhalten muss. Erstens, man muss Schluss machen mit diesem Wertschöpfungsmythos. Alle tun ja so, gutes Geld für gute Arbeit oder wie Verdi verlangt, wir sind mehr wert. Alle tun ja so, als sei die produktive Arbeiter, als seien die Schöpfer des Wertes. Und diese gesellschaftliche Produktion und der Reichtum würde dann privat angeeignet. Dieser Schöpfungsmythos, die Arbeit schüfe Wert, ist ja das gemeinsame Kennzeichen sowohl von verwirrten Marxisten-Leninisten, delirierenden Operaisten und verrückten Anarchisten. Sie glauben alle, es werde ihnen was weggenommen. Vielmehr verhält es sich so, denke ich, ganz dogmatisch nach Marx, die Arbeiterklasse ist bestenfalls die Wertvergrößerungsklasse. Sie vergrößert etwas, Philipp hat es angesprochen, was als objektive Vermittlung der in sich verkehrten Gesellschaft von Herr und Knecht als Quantität des Geldes erscheint. Nicht die Arbeit schafft Wert, sondern die Arbeit vergrößert den Wert in der vorgefundenen Quantität. Die Frage ist also die der Kritik, wie kann diese Quantifizierung einer in sich verkehrten Gesellschaft durch eine falsche Vermittlung, Philipp hat zu Recht gesagt, dafür ist Wert das logische Wort, wie kann das begriffen werden und wie kann mit diesem Stolz der produktiven Arbeit von Leuten, die nur ein bisschen Wertvergrößerungsarbeit leisten, gebrochen werden? Und wozu dieser Wertvergrößerungsstolz führt, das sieht man ja eben, brauche ich jetzt hoffentlich nicht auszuführen, das sieht man ja eben in all denjenigen Bewegungen, die den Finanzkapitalismus als den großen Feind an die Wand malen, die nie um eine antizionistische oder antisemitische Phrase verlegen sind. Dem will ich mich heute Abend weiter nicht widmen. Ich will nur sagen, erstens, die Arbeiterklasse ist nicht die wertschöpfende Klasse, nicht die wertkonstitutive Klasse, sie ist die Wertvergrößerungsklasse. Und von daher bewegt sie sich von vornherein im Bann der reinen Quantifizierung. Das hat Marx, denke ich, wenn man mal einige frühsozialistische Flausen, die man ihm verzeihen darf, mal abzieht, das hat er gültig in der Wertformanalyse gezeigt. Wenn aber diese Wertvergrößerungsklasse nur ein abgeleitetes Phänomen ist, dann ist zugleich klar, dass sie als rein ökonomische Klasse vollkommen falsch bestimmt ist. Alle reden von der wahren Arbeitskraft und meinen es ökonomisch, gerade die Linken.
Sie vergessen zugleich, dass diese wahre Arbeitskraft ein Staatssubjekt Arbeiterklasse ist und nur als Staatssubjekt Arbeiterklasse zugleich Wertvergrößerungsklasse sein kann. Hier finden wir ein Problem, das nachher dazu drängt, dass sich die Arbeiterklasse, eine zoologische Klasse der bürgerlichen Gesellschaft, nachher mit Werf und mit Elan in Soldaten der Arbeit verwandelt. Da müssen wir eine klare Selbstkritik leisten, die auch Marx betrifft. Wir müssen einen Konstruktionsfehler der marxischen Kritik zurücknehmen, nämlich den Fehler, den Marx bereits gemacht hat in seiner Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, wo er ja bekanntlich attestiert, Hegel gelinge es nicht, die Versöhnung von Citoyen und Bourgeois wirklich durchzuführen und wirklich zu beweisen, weswegen dann jeder Linke in jedem Seminar herumkräht, es ginge darum, dass der wirkliche Mensch den abstrakten Staatsbürger sich wieder aneignet und, wie einmal Wolfgang Abendroth meinte, die verfassungswidrige Wirklichkeit endlich nach Maßgaben reiner Staatsbürgerschaft organisiert wird. Das ist die staatstragende Linke, die in verschiedenen Fraktionen agiert, die aber den Fehler macht, nicht zu sehen, dass Marx in seiner Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie nicht weit genug gegangen ist, dass Hegel ja nach den Paragraphen, die Marx kritisiert, die Figur des Soldaten einführt, als jene Figur, in der die Versöhnung von Citoyen und Bourgeois allerdings gelingt, wenn auch nur als vollendet Negative in Gestalt von Mord, von Mordbereitschaft, Tötungsbereitschaft und Opferbereitschaft. Ich denke, dass man die Klassenfrage also von der Gestalt des Soldaten aufrollen muss, von der Gestalt desjenigen, der den Widerspruch von Citoyen und Bourgeois in sich selber versöhnt und der damit die geheime oder in den Kasernen praktizierte Utopie der bürgerlichen Gesellschaft von sich selbst gibt. Wenn Adorno vollkommen zu Recht in seinen Bemerkungen zum Faschismus, in den Reflexionen zur Klassentheorie sagt, die Gewerkschaften haben die Arbeiter darauf vorbereitet, sich in eine Mafia, eine Bande zu verwandeln, dann fehlt, so richtig dieser Befund ist, fehlt doch eigentlich die Frage, was drängt in dieser klassenlosen Klassengesellschaft gerade die Arbeiter dazu, die Konkurrenz, die sich alle machen, Arbeitslosigkeit, industrielle Reservearmee, relative Überbevölkerung sind die entsprechenden Stichworte. Was drängt sie dazu, die Konkurrenzgesellschaft auf dem Boden eben dieser Konkurrenz aufzuheben? Und ich denke, dass man, wenn man die Gestalt des Soldaten analysiert, die Kaserne analysiert, kommt man auf ein Phänomen, wie dass in der Kaserne der Leib des Einzelnen im Jenseits jeder Konkurrenz garantiert wird. Um den Preis der absoluten Bereitschaft, den persönlichen Körper zur Beschlagnahme durch den Souverän preiszugeben. Das ist die negative Utopie der bürgerlichen Gesellschaft, an der gerade die Arbeiterklasse, die unter der Konkurrenz, die sie sich selber macht, doch sehr leiden muss, eine gewisse Faszination hat, weswegen die Parole der Nazis von den Soldaten der Arbeit, als die Klassenfeinde sich verwandeln müssten, durchaus auf einen fruchtbaren Boden getroffen ist. Man hat also vergessen, gewissermaßen in diesem ganzen klassenontologischen Blabla von Operaisten, Marxisten, Leninisten und Anarchisten, dass ja die negative Versöhnung in den Kasernen bereits praktisch vorliegt und dass die Klassen tatsächlich sich in dem Kampf nach innen und außen in der entsprechenden Feindbestimmung höchst praktisch versöhnen können. Dass es also keine nur faschistische Rhetorik und Propaganda ist, wenn Hitler in seiner Rede zum 1. Mai sagt, alle müssen Soldaten der Arbeit werden, das heißt also Bourgeois und Proletarier müssen sich gleichermaßen eindeutschen. Dieses Eindeutschen ist die Verpflichtung auf einerseits die Garantie des Lebens jenseits der Konkurrenz und andererseits die Bereitschaft, den persönlichen Leib dem Souverän zum Opfer zu bringen, aber bevor er dann geopfert wird, noch möglichst viele mit in den Tod zu reißen von den Feinden. Das heißt also, zum Begriff der Soldaten der Arbeit gehört das kriegerische Verhältnis nach außen und die Feinderklärung nach innen notwendigerweise dazu. Und jede Klassenapologie, die das nicht die das einfach wegmacht mit dieser Wertschöpfungsmythologie, die Arbeiter als Urheber des Wertes, ist natürlich ein Teil des deutschen Abspaltungs- und Verdrängungszusammenhangs am Nationalsozialismus. Anders gesagt, diejenigen, die heute von links
dem DGB vorwerfen, er würde die Arbeiterklasse verraten, haben es, soweit die Klasse revolutionär sein kann, überhaupt schon längst getan, indem sie den Antisemitismus, Antizionismus und die Frage des Soldaten ausgeklammert haben. In der Gestalt des Soldaten vollzieht sich die Verwandlung der Klassengesellschaft zur klassenlosen Klassengesellschaft. Also jede merkwürdige Entwicklung, in der die Bourgeoisie von der herrschenden Klasse zu nichts als aktienbesitzendem Gesindel wird und das Proletariat als Wertvergrößerungsklasse zu nichts als Pöbel wird. Verpöbelung der Klassen, Vergesindelung der Klassen. Und dieses Phänomen gerät eben bei diesem ganzen mystifizierenden Gerede von Klasse an sich und Klasse für sich mit Absicht außer Betracht. Die Linken, die sich auf den Klassenkampf berufen, sind Teil des deutschen Abspaltungszusammenhangs am Nationalsozialismus. Und sie sind es umso mehr, und darauf hat Philipp, denke ich, ganz zu Recht hingewiesen, als es eben meistens Intellektuelle sind, die in ihrer pubertären, antiautoritären, adolescenten Phase ein bisschen das ganze Linksgedöns als Durchlauferhitzer künftiger akademischer oder verwandter Karrieren benutzen. Ein Indiz dafür ist etwa, dass jene Fraktion der kritischen Theorie, die sehr wohl den Zusammenhang von Wertform, Warenform und Denkform thematisiert, tatsächlich unter Intellektuellen überhaupt keine Resonanz genießt, weil das nämlich genau die Selbstkritik implizieren würde, die Philipp hier zu Recht gefordert hat. Was tun eigentlich die Intellektuellen in den ideologischen Staatsapparaten? Wie arbeiten Sie an dem Abspaltungs- und Verdrängungszusammenhang deutscher Geschichte mit? Wie ist in Ihren Erkenntnisformen das Ideologische schon objektiv präsent? Was macht eigentlich ein Akademiker, der am 1. Mai demonstrieren geht, die Woche über? Schreibt er dort also irgendwelche, wenn er Volkswirt ist, irgendwelche mathematischen Studien über die quantifizierende Berechnung von Angebot und Nachfrage? Ist er gar, wenn er etwas links ist, Keynesianer und freut sich, wenn der Staat Geld druckt, um die Arbeitslosigkeit zu beheben? Also es müsste dringend einmal eine Art Klassensoziologie oder vielmehr Klassenzoologie des linken Intellektuellen geschrieben werden, als Teil dieser Selbstkritik, die dringend nötig ist, um so dann eben diese Klassenfrage auf eine ganz andere Weise zu beantworten, nämlich dadurch, dass man zeigt, ne, dass nur durch die Erkenntnis der physischen, leiblichen Not jedes Einzelnen, die er gezwungen ist, in der alltäglichen Konkurrenz wegzulügen, wegzudrängen, zu verleugnen und unsichtbar zu machen, das ganze Leid tatsächlich, das ganze Elend tatsächlich funktioniert. Wir versuchen doch alle nur, uns den kleinen Souverän vorzuspielen, identisch zu sein, keine Widersprüche zu haben, nicht zu leiden, mit dem Leben irgendwie klarzukommen. Und wir verstehen ja Kritik an einem anderen immer so, dass wir ihm nachweisen, er habe sich selbst widersprochen. Indem wir so andere kritisieren, haben wir die Denkformtheorie, die zum Apologetentum des Kapitals gehört, schon an sich selbst geäußert, statt einfach mal zuzugeben, und davon auszugeben, dass es eine ursprüngliche kommunistische Egalität gibt. Und diese ursprüngliche Egalität des Kommunismus besteht darin, dass niemand das Kapitalverhältnis als objektive Irrationalität nach Definition oder gar verständig begreifen kann. Also Schluss mit dem Rationalisieren, Schluss mit dem Vernünftigmachen objektiv irrationaler Verhältnisse, Ausgang von der einzigen wirklichen Egalität, die es bei dem, was man Lohnarbeiter noch nennen kann, tatsächlich gibt. Die ursprüngliche Egalität, dass der menschliche Verstand, dass weil das Kapitalverhältnis im gesellschaftlichen Jenseits der Vernunft agiert, wir mit unserem Intellekt auf die reine Verstandesform heruntergezwungen sind und quasi aus der Not unseres Lebens genötigt sind, dieses Kapitalverhältnis Tag für Tag nicht nur praktisch zu reproduzieren, sondern auch intellektuell zu legitimieren und zu rationalisieren. Und ich denke, dass hier die Kritik der Rationalisierung nicht nur ein kritisches Potenzial bezüglich der Ideologien bildet, sondern man könnte sagen, quasi auch psychoanalytisch eine Rückwendung der Kritik in die Kritisierenden, die darauf verzichten,
Was ja auch, da hat Philipp, kann ich ihm nur recht geben, ne, dass eben mit diesem Pädagogen-Gestus anderen etwas beibringen wollen, von etwas, was man selbst unmöglich jemals hat verstehen können und unmöglich jemals wird verstehen können. Niemand, auch Karl Marx nicht, hat begriffen, was er sagte, als er das Kapital ein automatisches Subjekt nannte. Und nicht umsonst ist im Kapital, in dem Buch das Kapital, immer dann, wenn es wirklich kritisch wird, greift Marx zu religiösen Metaphoriken. Warum? Der Materialist sucht das Heil des Begriffs in religiöser Metaphorik. Das kommt in den gängigen Kapitalkursen etwa der Linkspartei natürlich überhaupt nicht vor. Da wird rationalisiert, vereindeutigt, auf Definitionen gezogen. Und ich denke, wenn wir jetzt im Vorfeld noch eine Woche bis zum 1. Mai etwas einzuwenden haben, öffentlich gegen diese Aufbahrung des Leichnams und der deutschen Arbeiterklasse, und dann müssen wir zugleich diese Linksversuche, den 1. Mai, der für alle Zeiten der Tag der Soldaten der Arbeit ist, diesen 1. Mai mit irgendwelchen windigen arbeitertümlichen Phrasen den Gewerkschaften wegzunehmen. Nein, den Gewerkschaften gehört der 1. Mai. Sie sind es, die maßgeblich auch mit das Proletariat in das Arbeitertum, in die Soldaten der Arbeit verwandelt haben. Man müsste mal am 1. Mai öffentlich eine Schrift des Gewerkschaftlers August Winnig vorlesen, vor 1918 Führer der Bauarbeitergewerkschaft, nach 28 NSDAP-Mitglied. Das Buch heißt Vom Proletariat zum Arbeitertum. Was 28 noch ein Programm war, das seine ersten Erfolge 1418 hatte, wo die Klasse als Soldaten ins Feld gezogen ist, das ist nach 33 zum Sozialprogramm gemacht worden. Und wenn wir mit dem Kommunismus, der Revolution, der freien Assoziation noch irgendetwas anfangen können, außer uns ab und zu in abgelegenen Räumen für abseitige Diskussionen zu treffen, dann müssten wir eben in einem psychoanalytischen Sinne und zugleich kritisch-theoretisch das Rationalisieren aufhören und müssten die Bereitschaft zum Opfer und den Zwang zum Opfer fundamental kritisieren. Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema ist mir aufgefallen, dass in den letzten 10 Jahren das bereits im akademischen Bereich total ausgeschöpft worden ist. Also da gibt es inzwischen Studien zu Proletariat, zu Klasse und so weiter. Also das ist unglaublich, was sich da entwickelt hat. Und interessant ist doch, denke ich, dass sowohl die Akademiker wie auch Bolschewisten und Sozialdemokraten, gut, vielleicht kann man das gar nicht so gut trennen eigentlich, in erster Linie sind das ja die klassischen, doch ja schon, Bolschewisten, die sich auf die Arbeiterklasse oder auf das Proletariat beziehen. Und ist es nicht eigentlich ein recht auffälliger Zufall, dass halt beide Institutionen, die staatsaffin oder zumindest davon leben, dass sie die direkte Gewalt des Staates eigentlich ja verdrängen, also sowohl im akademischen Kontext, wenn man darüber redet, wie eben auch bei den Bolschewisten, für die der Staat ja letztlich nur ein größerer pädagogischer Umverteiler ist. Also siehst du da einen Zusammenhang? Scheint mir relativ auffällig eigentlich. Es ist ja kein Zufall, denke ich, dass wenn Marxisten aller verschiedenster Fraktionen, ne, über den Staat sprechen, immer diese Phrase kommt vom Überbau. Also ich kann es jetzt nicht weiter vertiefen, aber in dieser Phrase vom Überbau scheint ja ein höherer Freiheitsgrad des Politischen zu stecken im Vergleich mit dem strikten Determinismus des Ökonomischen. Und daraus leiten sich ja die sozialdemokratischen Volksstaatsutopien ab, die leninistischen Utopien vom Staat als möglichem Hebel der Transformation und so weiter. Und alle diese Thematisierungen des Staates zeichnen sich dadurch aus, denke ich, dass der Marx'sche Fehler in der Hegel-Lektüre bewusstlos und absichtlich immer wieder noch einmal vollzogen wird, dass der Staat nicht von Anfang an als souverän nach außen und nach innen gesetzt wird, der sich in der Gestalt des Soldaten materialisiert. Ich denke, rein mal so, wenn man jetzt doch mal das philologisch aufdrechseln möchte, müsste man sich fragen, wieso hat Marx nicht das Kapitel die Souveränität nach außen kritisiert in der Hegelschen Rechtsphilosophie, sondern nur die Kapitel mit der Souveränität nach innen und ist auf der mangelnden oder auf der Nichtversöhnbarkeit von Bourgeois und Citoyen in der Hegelschen Rechtsphilosophie herumgeritten und hat die negative Versöhnung durch Opfer und Leid, die Hegel nachher
dringend im Kapitel der Souveränität einfach übersehen. Das ist also die innenpolitische und binnenpolitische Fixierung des Marxismus, der den Staat nicht von vornherein als souverän nach innen und nach außen sieht, so wie er sich dann auch im Soldaten repräsentiert. Man wird im gesamten Marschenberg, außer einigen militärgeschichtlichen Fragen, über den Soldaten im systematischen Sinne und über die Kaserne nichts finden. Man findet da und dort mal Bemerkungen, dass die moderne Fabrik nach dem Muster der Kaserne organisiert sei, Despotismus der Fabrik heißt es dann einmal. Aber in dem strikten Sinne, dass der Soldat die negative Versöhnung ist von Bourgeois und Citoyen, kommt die Figur des Soldaten nicht vor. Und kann deswegen auch nicht erklärt werden, was für eine gewaltige negative Faszination in der Nazi-Politik von wegen, alle sollen Soldaten der Arbeit werden, denen der Staat die physische Existenz garantiert, wenn sie bereit sind zum Opfer für den Staat und vorher möglichst viele andere liquidieren. Also negative Aufhebung der Klassen in der Kaserne und Entbindung des Gewaltpotenzials, des Gewaltpotenzials im Antisemitismus, im Rassismus und im Hass auf die psychisch Kranken nach innen und nach außen eben in der Kriegsfunktion. Ohne das gibt es keinen Materialismus. Und ich denke, man muss an dem Punkt nochmal eines sagen, dass diese ganze Klassensoziologie, die bei den Linken eingerissen ist, ne, ja den Begriff der Klasse nicht nur verkennt hinsichtlich der Frage, ist es nun die Klasse, die den Wert schöpft oder einfach nur das Wertquantum vergrößert? Ist es nicht einfach nur Wertvergrößerungsklasse? Sondern auch hinsichtlich der Frage, dass in den historischen Zeiten, in denen das Proletariat unter Umständen als revolutionäres Subjekt identifiziert werden konnte und sich selber so identifiziert hat, diese soziale Klasse nur deswegen revolutionäre Klasse war, weil sie Klasse der Kritik war. Bei Marx ist das Proletariat eine abgeleitete Größe des Begriffs der Kritik. Nur wenn die Arbeiterklasse den Ort der Kritik sozialhistorisch einnimmt, ist sie überhaupt ein revolutionäres Subjekt zu nennen. Und da gibt es eben im Marxischen Werk unter anderem die Aussage, wo er feststellt, revolutionäre Kritik sei nicht beschränkte Kritik an den Konsequenzen, sondern allseitige Kritik an den Voraussetzungen des deutschen Staatswesens, so wörtlich. Nur wenn die Klasse der Kritik ist, also allseitige Kritik an den Voraussetzungen des deutschen Staatswesens übt, ist sie im sozialhistorischen Sinne als revolutionäres Subjekt identifizierbar. Also etwa in der Zeit von der Pariser Kommune vielleicht bis zum Spanischen Bürgerkrieg, wenn man das jetzt mal so formulieren möchte, oder in den Phasen der Geschichte, wo das Kapital von der formellen Subsumption zur reellen Subsumption voranschreitet. Das wäre aber eine eigene Diskussion, die man sozialhistorisch führen müsste. Also das ganze Geschwätz von der Arbeiterklasse, das die Linken so im Munde führen, ist null und nichtig, wenn nicht diese Arbeiterklasse entweder als Klasse der Kritik identifiziert wird oder wenn nicht, ist sie eben nichts. Und da muss man eben sagen, Marx hat ganz recht, die Arbeiterklasse ist revolutionär oder sie ist nichts, und zwar gar nichts, außer eben der Pöbel, der fürs Gesindel die Arbeit macht. Gut, ne? Und insofern denke ich, dass der Klassendiskurs, sagen wir mal so, ne, der Klassendiskurs einfach abgeschafft gehört, dass die Klassensoziologie als Zoologie des bürgerlichen Zeitalters gefasst werden muss und dass in dem Sinne und der Perspektive, wie das Philipp gesagt hat, ne, eine radikale Selbstkritik der Intellektuellen statthaben muss, die immer mit diesem Klasse-Ansicht, Klasse-für-sich-Schema herumfuchteln und da und dort die 87. Internationale, wenn es Trotzkisten sind, aufbauen, aber immer dabei sind, ne, den neuesten Klassenreorganisationsversuch zu machen, die dann von Proletarität reden und also andere Subkonstruktionen erfinden, aber immer sich um den Staat herummogeln und immer über das historische Ereignis des Nazifaschismus und dessen prägender und permanenter Wirkung sich herumdrücken. Deswegen, der 1. Mai müsste ein Kampftag der deutschen Arbeiter gegen sich selbst sein, ein Kampf für die Selbstentwertung des Proletariats.
Ja, mich würde immer noch interessieren, warum sich gerade immer nur Intellektuelle darüber Gedanken machen, über die Klasse und so weiter. Ich glaube, bei den Akademikern ist es eher der Fall, dass die revolutionären Erhebungen, die es gab, die uns der heutigen Zeit näher gebracht haben, die also quasi avantgardistisch politisch gehandelt haben, insofern den Akademikern halt sehr nahe stehen, weil die auch dabei sind, die Gesellschaft noch auf einen höheren Stand zu heben, beziehungsweise theoretisch erstmal diesen höheren Stand zu antizipieren, also die Gesellschaft stärker zu sich selber zu bringen, was eben die proletarischen, beziehungsweise eben die revolutionären Erhebungen auf jeden Fall getan haben. Für die Bolschewisten würde ich aber sagen, dass das Proletariat vielleicht insofern interessant ist, weil sie eben genau das, also weil das Proletariat, wenn es eben als sich, wenn es quasi den Kern seiner selbst, also den Kern dessen, was es ausmacht, realisiert, dann ja tatsächlich auch den Staat oder die Gesellschaft schöpfen würde, die die DKP oder andere Organisationen oder eben auch über die Jahre hinweg, auch jetzt aus den 20er Jahren oder leninistische Gruppen ja auch gerne haben möchten, also eben den Arbeiter, der quasi in der Fabrik schon das gelernt hat, was er dann eben im Kommunismus auch anwenden soll. Die Frage, warum das so ist, ist, glaube ich, gar nicht so schwierig zu beantworten. Also sozusagen bei den Bolschewisten kann man erstmal vom Generellen her sagen, ist das Ganze nichts anderes als ein bisschen Revolutionskarneval sozusagen. Das geht hin bis zu den Insignien, die man mit sich rumträgt, die Art, wie man spricht sozusagen, wie man bestimmte Begriffe der 20er Jahre immer wieder weiterschleppt. Und man, dazu muss man ja sagen, 1919 zum Beispiel hat das Ganze auch eine bestimmte Berechtigung. Also, dass eine Kritik zu organisieren an den gesellschaftlichen Verhältnissen eben auch bedeutet, dass es eine Kritik ist, die auf die Abschaffung der gesellschaftlichen Verhältnisse und nicht in die schöne theoretische Erfassung der gesellschaftlichen Verhältnisse zielt. Dass in so einem Zustand sowas wie, man guckt nach Russland rüber, da gab es eine erfolgreiche Revolution, von der man gar nicht besonders viel wusste faktisch, dass das ein Zustand ist, wo man erstmal denkt, okay, das russische Modell der Revolution scheint ein erfolgreiches Modell der Revolution zu sein. Das ist etwas, was man importieren muss und übernehmen muss. Und daran regt sich natürlich auch sehr frisch schon Widerstand und zu sagen, ja, es sind aber andere Verhältnisse, die in Russland herrschen als hier. Und dann sozusagen mehren sich die Berichte aus Russland, Leute fahren dahin, man schickt Delegierte dahin, was weiß ich, Kommunistische Arbeiterpartei schickt Delegierte nach Russland, die erzählen, wie es da ist und so, ne? Aber das ist sozusagen, bei den Bolschewisten das erstmal in 1920 als vernünftig erschien, das zu übernehmen, weil es sozusagen Erfolgsversprechen schien. Und am Ende kommt halt, kommt es doch auf... was will man für einen Erfolg? Genau, aber, der war ja gar nicht absehbar. Also sozusagen das, also noch Jean-Marie sitzt sozusagen in einem späten Interview als Mann da und sagt, ja, die Frage, ob die Gewalt der russischen Revolution und das, was da passiert ist, gerechtfertigt war, bei all den Problemen, die das theoretisch schon hatte, die man, wenn man sich genau auskonnte, was ja gar nicht so einfach war, aus sozusagen, was weiß ich, wie viele Arbeiter konnten schon Russisch, ne? Wie viele Schriften waren überhaupt übersetzt, selbst sozusagen Lenin oder sowas gab es nicht besonders viel im Deutschen. Also, dass man, dass das nachträglich hätte sich rechtfertigen wäre, und das ist ja auch der Grund, warum auch 1990 mit Ende der Sowjetunion so viele Linke, die mit der Sowjetunion erstmal gar nichts zu tun hatten, trotzdem resigniert sind, weil wäre das irgendwann gelungen, hätte es sich nachträglich unter Umständen durchaus gerechtfertigt. Und in dem Moment, wo aber klar war, dass das ein Projekt ist, was gescheitert ist und was nie und nimmer mehr gelingen wird, in dem Moment ist sozusagen dieses Argument, da hat es funktioniert, so müssen wir es machen, funktioniert nicht mehr. Und sagen, da steckt schon was Problematisches drin mit der Verpflichtung von Einsicht auf eine bestimmte Art von Praxis. Gleichzeitig ist das, was immer wiederholt wird. Also auch heute, wenn man mit Bolschewisten diskutiert, ist der Punkt, der immer wieder kommt, ist, dass gesagt wird, ja, da hat es ja erfolgreich geklappt, da hat man es gesehen, da gab es eine revolutionäre Arbeiterklasse, die war organisiert, eine riesen kommunistische Partei, das hat so und so lange gehalten, und alles andere sozusagen schlechte Einflüsse von innen oder von außen, die das zum Scheitern bringen. So, das ist das eine. Gleichzeitig glaubt das ja keiner mehr. Selbst die Leute selber können das doch nicht mehr ernsthaft glauben. Also sozusagen, wenn die rumrennen in der Straße und das einem erzählen, sozusagen, da muss doch jeder drüber lachen. Jeder weiß doch, was da passiert ist, und jeder, also so. Und deswegen kriegt das Ganze diese komischen Züge von Karneval. Das ist das eine. Aber das Problem muss man doch auseinanderhalten. Also du kannst... Moderation. Ja. Das andere mit dem, warum sind es die Akademikerinnen und Akademiker, die sich in erster Linie mit Klassenfragen auseinandersetzen, ist auch, das erklärt sich aus der Frage, wie sich damit da auseinandergesetzt wird. Also Nachlassverwaltung vergangener revolutionärer Kritiken, die man wie Theorien behandelt, ist natürlich etwas, für das Leute, die universitär sich mit Geistes- oder Gesellschaftswissenschaften beschäftigen, prädestiniert sind. Wer soll das denn warum sonst tun? Also warum soll einer, der meint, der könnte mit Marx nichts anfangen oder mit den Räterkommunisten oder den Operaisten und so weiter und so
so fort. Warum sollten die sich denn in der knapp bemessenen Freizeit hinsetzen und sich das durchlesen? Die haben ja nichts, auf das sie spekulieren können, was sie davon haben. Sozusagen, wenn man das an der Uni macht, kann man darauf spekulieren, damit macht man mal einen Doktor, wirkt schlau in Seminaren und am Ende kriegt man vielleicht mit ein bisschen Glück sogar eine Stelle. Das ist aber was, auch dass einer, der in der Fabrik steht, gar nicht oder in der Kasse sitzt oder sonst was, überhaupt nicht spekulieren kann. Wozu sollen die Leute das machen? Die Einsichtigkeit ist unmittelbar ja gar nicht gegeben. So, und die ganze, also die interessante Frage, die man nochmal diskutieren könnte, Jochen hatte das ja gerade ein bisschen ausgeklammert, aber wo ich glaube, durchaus spannend wäre, was war das eigentlich, was ursprünglich dazu geführt hat, dass das Proletariat eine revolutionäre Klasse war? Das war oder die Klasse der Kritik war. Das war ja weniger eine Kritik, die die einzelnen Proleten formuliert haben. Also sozusagen, es war ja keine Bewegung der Arbeiter, sondern die Arbeiterbewegung. Da gab es etwas anderes, was bewegt hat. Bestimmte organisatorische Zusammenhänge, in denen die Leute miteinander verbunden waren. Die also sozusagen, das ist weg. Also das gibt es heute nicht mehr. Und sozusagen, die Leute können, was weiß ich, mit Nationalsozialismus hängt massiv zusammen, dass die Leute, wenn sie an gesellschaftliche Veränderungen denken, wenn sie es überhaupt tun, nicht mehr an Sozialismus denken. So. Dass sie sich aber nicht mehr treffen, nicht mehr im Schachclub, nicht mehr im Fahrradclub, nicht mehr sich als Arbeiter wahrnehmen, die sozusagen zusammen als Arbeiter irgendwo existieren. Das liegt daran, dass die Zusammenhänge, die sie sowieso zusammengebracht haben, also die Vereine, Verbände, die Arbeit in der Fabrik, wo die massenhaft gestanden haben, das mehrheitlich schon gar nicht mehr existiert. Die Kneipen, in denen man zusammen gewohnt hat, die Viertel, in denen man zusammen gelebt hat. Also sozusagen, diese Probleme kommen ja noch zusätzlich dazu. Das ist die Frage, wie konnte sich sowas, ohne dass das die Einsicht der Einzelnen war, ohne dass Einzelne da materialistische Kritik formuliert haben, wie konnte das überhaupt zu einer revolutionären Bewegung werden, die teilweise sogar fast geschafft hätte, gesellschaftliche Verhältnisse zu kippen oder die in Frage gestellt hat? Das wäre nochmal eine extra Frage, die man diskutieren könnte. Heute würde ich sagen, ist es nicht mehr so. Heute funktioniert es genau, also wenn es Kritik gibt, und da würde ich sagen, Jochen sagte, wir müssen die Mythen des Klassenkampfes destruieren. Da würde ich völlig recht geben. Die Frage ist aber, wie destruiert man diese Mythen? Lässt man, indem man sich anhört, wie andere über das Proletariat und Probleme oder angebliche Probleme anderer reden, lässt man sich deswegen darauf ein, auch ständig über die Probleme anderer zu reden, oder geht man die eigenen Probleme und die eigenen Sachen an? Und ich glaube, das ist, man lässt sich in eine Position drängen, in der man selber immer wieder spricht von, was macht eigentlich das Proletariat? Ist ja auch klar, da kommt einer und erzählt einem, die Proleten sind so und so. Das Erste, was passiert ist, man erzählt ihnen, ja, aber die Leute sind doch gar nicht so. Guck doch mal in die Welt, wie das ist. Die rennen nicht mit Schiebermütze rum und recken die Faust in die Luft, um gleich die Fabrik zu besetzen, sondern das sind Leute, die strampeln so vor sich hin, gehen nach Hause, gucken Fernsehen, wollen Bier trinken, also so. Das sind ganz normale Leute, also so. Und ich glaube, aus dieser Perspektive heraus müsste man sagen, wenn es so jemals wieder sowas wie eine Klasse der Kritik geben sollte, dann ist das eine Klasse, die sich formt aus der Einsicht von Einzelnen in Auseinandersetzung mit ihren gesellschaftlichen Lebensverhältnissen. Und das ist sozusagen, das ist was, das können wir bei uns machen. Also sozusagen, damit kann jeder in Anführungsstrichen bei sich selber anfangen. Also die eigene Scheiße, in der man lebt, sozusagen das eigene Elend, das einem jeden Tag begegnet, das kann man kritisieren, da kann man widersprechen, da kann man gegen was sagen. Und dass der Zusammenhang von Einsicht und Abschaffung des Elends, also das, was sozusagen der Begriff der Kritik markiert, ist da auch unmittelbar durchsichtig. Also, dass man, wenn man eine Scheiße sieht, die einem passiert und die man kacke findet, dass man will, dass die aufhört und da tut, was man kann, damit das aufhört. Dass das auf die Art und Weise zusammenhängt, das wird, also das ist sozusagen erkenntlich in dem Sinn. Und wenn man immer über Theorien redet und über andere, dann geht genau dieser, also genau diese Verknüpfung immer wieder verloren. Und deswegen, glaube ich, müsste man das umdrehen. Ja. Man muss eben eine Bestimmung aufnehmen, die Marx über das Proletariat macht in seinen Frühschriften, wo er sagt, die Arbeiter sind Leibeigene ihres Leibes. Also dass genau der Atomismus, den die allgemeine Konkurrenz zur Folge hat, in der jeder jeden ausschließt, natürlich in den Einzelnen einen ungeheuren Wunsch nach Disposition, Souveränität, Verfügung, Zentralperspektive weckt. Und dass natürlich diese Zentralperspektive jedem Einzelnen durch die Tatsache, dass er Geldverfüger ist, gewissermaßen zugebilligt wird. Nur das Quantum unterscheidet eben die Souveränität des Pöbels von der Souveränität eines Uli Hoeneß. Aber der Sache nach ist durch die Gesellschaft in der Hosentasche jeder in die Perspektive des Souveräns gesetzt, umso mehr er eben als Subjekt des Staates im allgemeinen gleichen und geheimen Wahlrecht auch formell als solches gesetzt ist. Und da müssen wir ja auch, denke ich, sehen, auch als Selbstkritik der Arbeiterbewegung müsste man zeigen können, dass ja ein großer Teil des Klassenkampfes in den Kampf um das allgemeine gleiche und geheime Wahlrecht bestanden hat. Dass sich also die Arbeiterklasse im Versuch, sich zu emanzipieren, sich selbst in die Position des Staatssubjektes hineingekämpft hat
und das ist bis 1918 unter dem Dreiklassenwahlrecht das Wesensmerkmal des Liberalismus war, Wahlrechtsverweigerung für alle nach gleichen Maßstäben vorzuhalten. Von den Frauen reden wir erstmal noch gar nicht. Bis 1918 gab es in Preußen kein Frauenwahlrecht, noch nicht mal nach Zensusmaßstäben. Das ist also die Utopie des ökonomisch Geknechteten, in der politischen Freiheit als politisches Subjekt besteht. Und darin sind natürlich diese ganzen Staatsbenutzungsfantasien gewissermaßen in der proletarischen Lebenswelt selbst verankert gewesen. Ich meine, gut, du bist ein großer Anhänger der Theorie, die Kneipe sei der eigentliche Ort der Klassenkämpfe, wie einmal, glaube ich, Karkowski gesagt hat, oder? Wie war es nochmal genau? Das politische Bollwerk des Proletariats, sozusagen das letzte politische Bollwerk des Proletariats, ist das Wirtshaus. Ach so, ja. Also das Wirtshaus, das letzte Bollwerk des Proletariats. Aber was haben Sie da gemacht? Sie haben Wahlvereine gebildet und haben Wahlkampagnen vorbereitet. Ne? Naja, so kann man das ja eigentlich jetzt nicht sagen. Ne? Also ich glaube, worauf Philipp auch hinaus wollte, sind ja zum Beispiel die Konsumvereine, die Mietsvereine, die Veranstaltungen, die man im Prinzip aus der Parteikasse zum Beispiel organisiert hat, Straßenfeste, ganze Wohnblöcke, also das ist doch ein völlig anderer Zusammenschluss. Ja, aber das ist, glaube ich, auch die Antwort ein bisschen darauf vielleicht, was du gerade eben meintest, warum eigentlich in den 20er Jahren das Thema war. Natürlich, weil die aus der Sache heraus der Einsicht als Einzelne folgt eben noch nichts. Die Assoziation ist ja notwendig, der Zusammenschluss mit anderen. Die Frage, um die es mir, glaube ich, ging, ein bisschen was zu sagen. Woher kommt eigentlich die Assoziation? Kommt die Assoziation aus dem, was sozusagen Soziologie dann Lebenswelt nennt oder so, in der Leute faktisch sowieso, keine Ahnung, man ist in der gleichen Fabrik, läuft dahin zusammen morgens, dann läuft man abends zurück, dann geht man in die Kneipe, da ist sozusagen Ortsvereinssitzung von der Partei, da hängt man zusammen rum, man ist in der gleichen Gewerkschaft, geht dort mit der gleichen Versammlung, wenn man gerne singt, ist man mit den gleichen Leuten im Gesangsverein, wenn man gerne Fahrrad fährt, mit den gleichen Leuten im Fahrradverein. Also sozusagen dieser Zusammenschluss, der gar kein bewusst, also das ist keine bewusste Assoziation von Leuten, die was Gleiches wollen, sondern Leute, die durch ihre Lebenswelt faktisch zusammen geschweißt sind und gleichzeitig, und das wäre sozusagen nochmal die interessante Frage, woher kommt das eigentlich, gleichzeitig auf sowas wie die Idee des Sozialismus aufspielen, unabhängig von dem, was Sie jetzt erstmal konkret damit meinen. Und, also ich weiß nicht, also ich halte diese proletarische Lebenswelt für eine kleinbürgerliche Mief-Veranstaltung und diese Versuche des Genossenschaftswesens sind halt die Versuche, Kaufkraft zu bündeln, ne, und als Kollektivkäufer bessere Preise zu erzielen. Das ist ein ökonomisch völlig rationales Verhalten, hat aber mit irgendwelchen Vergesellschaftungsformen, die freiwillig gewählt werden, nichts zu tun. Und wer die Kultur des Arbeiterliedes kennt, weiß also, was es für Gefühlslyrik minderer Größe ist. Und muss eben auch sagen, dass die Arbeiterlyriker, ne, ich mache ein Beispiel nur, ne? Deutschland muss leben, auch wenn wir sterben müssen. Ist das eine Nazi-Parole? Nein, das stand am 5. August 1914 auf der ersten Seite der SPD-Zeitung Vorwärts, ein Gedicht des sehr populären Arbeiterdichters Max Bartel, der also vor 1914 zu eben den Barden dieser Lebenswelt gehörte und der dann nach 1918, 20 sich konsequent zum NSDAP-Dichter entwickelt hat. Also ich denke, was also für ein reaktionärer, engstirniger Mief in dieser sogenannten Klassenkultur drin war, das führt ja als repressive Vergesellschaftung auch in Richtung der Vorbereitung des Zuarbeitens und des direkten Übergangs, ne, zum faschistischen Kollektiv. Die Frage, denke ich, kann man wirklich nur in dem Sinne stellen, wie du es gesagt hast. Also bei sich selber anfangen, nicht in dem Sinne jetzt von Lebensreform und Geld ohne Zins und wir geben immer der Verkäuferin bei Aldi noch ein gutes Wort, wenn wir das Rausgeld kriegen und so weiter, dann reden sie vielleicht mit Kollegin oder Genossin an. Nein, da muss ich mal, denke ich, nochmal eben das eigene Leid an dieser Vergesellschaftung in einem auch psychoanalytischen Sinne vor Augen führen, was man alles tun muss, um die tägliche Identität zu erkämpfen, die man als geldgebrauchendes, wählendes Subjekt gewisser, verdammt nochmal, zu haben hat. Dass der Zustand Leibeigener seines eigenen Leibes zu sein, ja auch heißt, dass man täglich gezwungen ist, den Gattungscharakter des eigenen Lebens in sich selbst und an anderen tätig durchzustreichen.
dass hier das Kapitalverhältnis eine Weise ist, die Dialektik von Individuum und Gattungsexemplar so zu organisieren, dass die Individuen auf reine Naturdinge, auf denkende, belebte Naturdinge reduziert werden. Es ist ja der größte Skandal überhaupt, dass es stimmt, was Marx in der Wertformanalyse sagt, wenn er sagt, die Gesetze der wahren Natur betätigen sich im Instinkt der wahren Besitzer und all ihre fünf Sinne sind nur dafür da, die Ware kostengünstig und zu gerechten Preisen an den Mann zu schlagen. Also wer in dieser Gesellschaft überleben will, muss sich und seine fünf Sinne jeden Tag so selbst instrumentalisieren lernen, dass die Gesetze der wahren Natur auch wirklich fungieren in einem selber. Und weil das eben eine höchst prekäre Angelegenheit ist, ist klar, dass hier jede Menge Feindprojektionen am Werke sind, wie dieser Zwang zur Identität bei gleichzeitiger Unmöglichkeit der Identität gewissermaßen an anderen in rassistischen, antisemitischen Feindbestimmungen ausagiert wird. Die zentrale Frage, denke ich, ist die auch psychoanalytisch zu stellende Frage nach dem Verhältnis von Individuum und Gattungsexemplar. Und die Frage, was der Reichtum mit diesen fünf Sinnen zu tun hat, die wir jeden Tag funktionalisieren müssen beim Kaufen und Verkaufen. Also wir tasten die Ware mit unseren Sinnen auf die Frage ab, ob der Preis gerecht ist. Ob der Gebrauchswert der gerechte stoffliche Träger dieses und jenes Preises ist. Und genauso tasten wir uns gegenseitig laufend darauf ab, ob wir der juristischen Fiktion gerecht werden, wirklich identische vertragsfähige Subjekte zu sein. Ne? Und es ist kein Zufall oder eine böse Fußnote dieses juristischen Subjekts, dass ein Nazi-Jurist von Graden und Schüler von Karl Schmidt, Kohlrausch hieß der Kerl, hat gesagt, das Subjekt ist eine staatsnotwendige Fiktion, die dem einzelnen Individuum unterschoben wird und es muss, wenn es überleben will, so tun, als ob es mit allen Kräften diese staatsnotwendige Fiktion der Identität beim Vertrag schließend gerecht wird. Und da sehen wir, ne, dass Freud, wenn er das kritisiert, die Instanz des Ich eigentlich als internalisierte juristische Subjektfunktion kritisiert. Das heißt also, wir müssen als Kritiker der Gesellschaft Selbstkritiker sein, in dem Sinne, dass wir zugleich die Rationalisierungsleistungen des Subjekts in uns durchstreichen, um wirklich zu erkennen, dass der Marx mit einem ganz recht hatte. Wirklicher Reichtum besteht in der Entfaltung aller fünf Sinne. Also in der Aufschöpfung, in der bewussten, reflektierten Ausschöpfung, was zu unserer Naturausstattung gehört. Dass wir, wenn wir Chopin hören, nicht einen Krach hören, der einem Straßenbahnlärm gleicht, sondern in der Lage sind, das objektive, naturelle Potenzial unserer Sinnlichkeit auszuschöpfen. Dass wir beim Essen unterscheiden können zwischen einem Lammgulasch mit Zimtsoße einerseits, ne, und einer deutschen Currywurst andererseits. Dass wir also praktisch die Sinnesentfaltung als rationalisierte Entfaltung voranbringen und das Leid der Versagung des Opfers durchschauen. Und dann muss, denke ich halt, dass Marx da, wo er von der Klasse spricht, ne, spricht er doch so davon. Er sagt, ich darf mal zitieren aus den Frühschriften, der Arbeiter wird ein Knecht seines Gegenstandes. Erstens, dass er einen Gegenstand der Arbeit, das heißt, dass er Arbeit erhält. Und zweitens, dass er Subsistenzmittel erhält. Erstens also, dass er als Arbeiter und zweitens, dass er als physisches Subjekt existieren kann. Die Spitze der Knechtschaft ist, dass er nur mehr als Arbeiter sich als physisches Subjekt erhalten kann und nur mehr als physisches Subjekt Arbeiter ist. Das heißt also, die totale Funktionalisierung aller dem Menschen von Natur aus möglichen Sinne und Fähigkeiten für nichts als bloße Selbsterhaltung. Das heißt, die gesellschaftliche Organisation der Menschheit als Zusammenhang von Ameisen. Das ist der Skandal. Mhm. Und dass diese Ameisen sich zoologisch spalten in Pöbel und Gesindel, ist dann ein abgeleitetes Phänomen. Und man kann sich ja wirklich fragen, ob einer wie Uli Hoeneß
von seinem Reichtum wirklich mehr an Sinnesentfaltung hat, als ein Hartz-IV-Empfänger, der vielleicht in der Lage ist, mit Genuss und Kenntnis Chopin zu hören. Das wäre noch die Frage, die zu stellen wäre. Und zugleich liegt doch dann ein Unterschied. Also das Klassenverhältnis ist doch an der Stelle nicht bloß abgeleitet, sondern konstitutiver Bestandteil dessen. Also das macht sich im eigenen Leben alltäglich bemerkbar. Also wenn du sprichst von der Gleichheit des Konsums, fällt eben doch auf, dass die Gleichheit des Konsums, ja, gleich ist man, wenn man was tauscht. Und das, was der eine kaufen kann, kann ich auch kaufen. Gleichzeitig ist es so, man guckt in die Schaufenster, die sind voll mit Dingen, die sich die meisten Leute eben nicht leisten können. Uli Hoeneß kann sich die das nicht sagen. Wenn Uli Hoeneß nicht in der Lage ist, ordentlich Chopin zu hören, bedeutet das nicht, dass er nicht selbst gewählt die Zeit dafür haben könnte und sozusagen die entsprechende gute Anlage und so weiter, die Möglichkeit zu Konzerten zu fahren und so weiter und so fort. Und da tut sich ja eben doch ein Unterschied auf, der zusammenhängt mit der Frage nach der Klasse. Also du sagst, man muss die Versagung des Opfers durchschauen. Gleichzeitig die Versagung des Opfers zu durchschauen, bedeutet eben auch, das Opfer durchschauen zu müssen. Was ist das eigentlich für ein Opfer? Was wo und warum gebracht wird? Wie kommt man, wenn wir von Kritik sozusagen, die auf Abschaffung des schlechten Zustandes des irrationalen Ziels sprechen, da muss man sich auch fragen, wie kann man diesen Zustand eigentlich abschaffen? Und die Abschaffung des Zustandes hängt auch mit der Frage zusammen, was ist das eigentlich für ein Zustand? Nur weil man nicht, also nur weil das Kapital als gesellschaftliches Verhältnis irrational ist, heißt ja nicht, dass die Irrationalität nicht durchschaubar ist, woher sie kommt zum Beispiel. Also wie der Psychoanalytiker, ja, wenn er sozusagen eine Krankheit behandelt, feststellen muss, dass die Krankheit irrational ist, aber benennbare Ursachen hat, um überhaupt behandeln zu können, so lässt sich doch auch das feststellen. Also der Umstand, dass ein Teil der Leute, und das ist sozusagen, kann am Ende sogar jeder sein, wenn sozusagen funktionelle Kapitalisten, wäre ja möglich, ich würde sagen, es gibt nur noch Leute, die managen das, die Mehrheit der Leute ist sozusagen von den Produktionsmitteln getrennt. Das zu durchschauen, dass diese Trennung von den Produktionsmitteln, dass die Leute arbeiten, also wir leben in gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen die Leute als Einzelne erscheinen, und zwar vorgesellschaftlich. Das ist genau der ganze Grund, warum die ganzen Bürger im methodischen Atomismus, aber auch die Kontraktualisten ihren Ausgangspunkt nehmen vom einzelnen Individuum, weil sie gesellschaftliche Verhältnisse, in denen das Individuum sich überhaupt erst vereinzelt, voraussetzen sozusagen, in der jeder Einzelne gegen alle anderen gestellt wird, die ja bloß als Mittel gebraucht zur Erfüllung seiner Zwecke. Sozusagen. Diese Vereinzelung muss gleichzeitig gesellschaftlich, weil kein Mensch eben alleine leben kann, nachträglich wieder aufgehoben werden. Die Art und Weise, wie das passiert, Marx beschreibt das in einem Brief an Kugelmann sehr gut, also sozusagen, was ist eigentlich das ganze Geheimnis der Werttheorie? Das ganze Geheimnis der Werttheorie ist genau, wie kann nachträglich diese Trennung, die da vollzogen wird sozusagen, die irrational ist, wo kein Mensch auf die Idee käme, wenn er sich überlegen würde, wie soll eine Gesellschaft funktionieren, das so gestalten würde, ja, dass man erst trennt man die Leute auf, dann produziert man gesellschaftlich und dann müssen die individuellen Produkte nachträglich wieder ausgetauscht werden. Und dann fragt man sich, in welcher Relation eigentlich zueinander, sozusagen genau, das ist der Grund, woher der Wert kommt. Genau diese Punkte hängen doch alle maßgeblich zusammen mit der Rede von der Klasse. Da lassen sich Klassendiskurse nicht abschaffen, sondern da muss sozusagen, also was abgeschafft werden kann, sind die Mythen des Klassenkampfes, ein Klassenkampf oder ein Klassendiskurs, wie er stattfindet, sozusagen. Und trotzdem hat der Begriff der Klasse der Begriff der Klasse innerhalb einer materialistischen Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir leben, die auf Abschaffung zielen, eine Stelle sozusagen, also es lässt sich sonst gar nicht benennen, was müsste man warum abschaffen, wo liegt das Problem eigentlich, sonst erschöpft man sich da drin zu sagen, das ist irrational, woher diese Irrationalität überhaupt kommt, Kritik, die auf die Vernunft, indem sie die Irrationalität benennt, als Irrationalität setzt, gleichzeitig mitsetzen muss, dass andere sich auch vernünftig, also keine Ahnung, wer gesellschaftliche Verhältnisse kritisiert und erkennt, dass sie irrational sind, kann nicht dabei stehen bleiben zu sagen, ach, ist ja alles irrational, oder sozusagen muss resignieren, sondern muss darauf spekulieren, dass andere sich daran beteiligen, das Irrationale zu benennen. Sonst funktioniert es gar nicht. Also, weil das, was irrational ist, ist ja gesellschaftlich gültig als Rationalität gesetzt. Dass wir die Leute sich alle wahnsinnig benehmen jeden Tag. Das ist ja genau das, was rational ist unter sozusagen Voraussetzung oder unreflektierter Voraussetzung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Reflexion dieser gesellschaftlichen Verhältnisse, da hast du recht sozusagen, das ist auch Kritik von sowas wie Akademikerin, muss aber eben auch benennen, dass auch Akademiker und überhaupt die ganze Angelegenheit
Angestelltenkaste sozusagen, Siegfried Krakauer hat das ja gut ausgearbeitet, selbst proletarisiert ist. Also das, was die Akademiker, die man von den Proleten als andere trennen, solange sie nicht unmittelbare Dienstleistungsschicht an der Universität sind, trennt ist, dass sie sich für was Besseres halten als die Proleten, denen sie Bewusstsein bringen wollen oder die sie verachten. Und genau sozusagen eine Kritik eines Klassenmythos würde genauso funktionieren und wäre gleichzeitig Kritik des eigenen Arbeiterseins, das auf Abschaffung dieses Status zielen würde. Und in dem Sinne würde ich sagen, bleibt sowas wie Kritik von Klasse und sozusagen auch der Begriff der Klasse aktuell. Gleichwohl muss man eben sagen, dass der Nationalsozialismus und der Akt der Gründung einer bei Marx nicht vorgesehenen Gesellschaftsformation war. Dass sich von Klasse nicht mehr, auch nicht in dem Sinne, wie du es versuchst, sprechen lässt, in einem Augenblick, wo sich Bourgeoisie und Proletariat als Mordkollektiv gegen die Dritten, gegen die Juden verbündet haben und auf diesem Massenmord als Soldaten der Arbeit ihr deutsches Staatswesen nach 1945 errichtet haben. Hitler ist nicht tot. Er wohnt im deutschen Grundgesetz, das die Resultate des Nationalsozialismus fortschreibt. Und insofern denke ich, dass dieser Unmittelbarismus einerseits ist mir äußerst sympathisch, aber andererseits ist es doch kein Zufall, dass du in deinem Statement eben einerseits gegen Theoretiker argumentierst, kann ich nachvollziehen, aber andererseits von Ärzten sprichst. Also die Vermittlungsfunktion, das objektive Wissen auch wieder bemühst. Es ist ja aber nicht so, dass der Psychoanalytiker eine gesetzmäßige Kenntnis hätte von den Irrungen und Wirrungen, in denen sich konkrete einzelne Individuen verstricken, sondern er bietet sich an als Organ, als verdinglichtes Moment der Selbsterkenntnis und der Katharsis des einzelnen Kranken. Also wenn das Individuum nicht schon irgendwo wüsste, dass es als Atom jeden Tag in sich und anderen gegen die Gattungseigenschaft verstößt, dann wäre ihm auch das von außen in keiner Weise beizubringen. Freud hat ja für Ideologie in diesem rationellen Sinne, wie es die Ideologen gebrauchen, das Wort unbewusstes Denken. Das ist ja auch so ein Paradox, ne? Dass also in der Triebstruktur unbewusstes Denken vorliegt und der Analytiker nicht der Heiland ist und der Heiler und der Techniker, der die Gesetze der Gesellschaft und der Psyche auf ein Objekt anwendet, sondern eine kathartische Funktion ausüben soll. Insofern wäre die Organisationsfrage der Materialisten, die es auch gibt, die nach der Bildung eines nicht repressiven Kollektivs der Kritiker, das an sich selbst und an anderen die Rationalisierung bekämpft, kritisiert und versucht zu beseitigen, indem die Wahrheit des Opfers deutlich wird. Neulich war mal in irgendeiner blöden Zeitung ein Interview mit einem jungen Menschen von 19 Jahren, der sich freiwillig bei der Bundeswehr gemeldet hat und sich jetzt auch freiwillig nach Afghanistan meldet. Die afghanischen Soldaten sind ja alles Freiwillige. Ne? Da sagt er, befragt warum, ja, ich muss doch irgendeinen Sinn in meinem Leben haben. Also diese Vorstellung, ne, durch die Funktionalisierung des eigenen Leibes zum Töten und zum getötet werden, überhaupt eine Transzendenz, die das Monadendasein überschreitet, diese negative Funktion der Utopie-Kaserne ist es doch eigentlich, was die Linkspartei mit ihrem Staatlichkeitswahn und ihren Staatsbenutzungsfantasien Tag für Tag andreht. Ne? Aufhebung der Konkurrenz auf dem Boden der Konkurrenz. Und wer sich nicht davon überzeugen lässt, dass diese Sinnsuche in diesen falschen Verhältnissen zum Opfer des eigenen Leibes führt, den kannst du von überhaupt gar nichts überzeugen. Indem du sagst, jemand, also die Suche nach Sinn, die du sozusagen an diesen jungen Mann, der sich da zur Bundeswehr meldet, beschreibst, sozusagen, ist doch selber Ausdruck des Wahrnehmens dessen, dass hier was nicht stimmt. Also sozusagen, wenn er sagt, ich habe keinen Sinn in meinem Leben, was soll ich nur machen? Alles trist und doof, ich bin für keinen zu gebrauchen, das würde ich gerne. Sozusagen, selbst darin steckt ja noch ein Leiden daran. Also sozusagen, das, was der beim Psychoanalytiker, hast du völlig recht, sozusagen, genau das macht der Psychoanalytiker und genau das wäre auch die Aufgabe von Kritik. Man kann Leute
Leuten keine Fragen geben, die sie nicht haben. Man kann sozusagen denen keine Probleme geben, die sie nicht haben. Aber es ist doch gar nicht so, dass die Leute keine Probleme hätten, sondern die Leute benutzen, also das, was du als Rationalisierung beschrieben hast, bezeichnet das doch ganz gut. Die Leute, die einigermaßen klarkommen, verbringen den ganzen Tag damit, ihre Probleme und Leiden zu rationalisieren, von vorne bis hinten, um einigermaßen klar zu kommen. Die, die das nicht mehr schaffen, greifen zu irgendwas extremeren Korn. Die werden Esoteriker oder Nazis. Die gehen in den Krieg oder wählen Linkspartei. Also da hat man ja eine ganze Reihe von Möglichkeiten. So, und trotzdem ist doch, also davon zu sprechen, dass die Probleme nicht da wären, sozusagen, das stimmt halt nicht. Also auch am Soldaten lässt sich das doch zeigen. Also das Versprechen der physischen Existenz bei dem Abverlangen des perspektivischen Opfers, sozusagen, das mag für Leute rational klingen, in einer Situation, in der Leute unmittelbar bedroht sind und darauf wetten, vielleicht doch zu den Paaren zu gehören, die eben nicht im Krieg totgeschossen werden oder ohne Arme und Beine nach Hause kommen, sozusagen, dann mag das ein rationales Moment haben gegenüber der gesellschaftlichen Krise. Gleichzeitig die Irrationalität dieses Opfers, wo sozusagen das eigene Überleben erkauft wird, damit sich zu opfern, also für den Staat zu opfern, der einem dieses Überleben garantieren soll. Die Irrationalität dieses Vorhabens springt einem doch ins Gesicht und sozusagen muss auch den, also auch sozusagen, das ist der Punkt, an dem Kritik ansetzen muss. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass geht nicht in erster Linie darum, andere zu agitieren ständig oder sowas oder zu meinen, man müsste denen das Wissen bringen, aber auf das Problem muss man die Leute hinweisen, sozusagen auf den Widerspruch. Also auch eine ganze Dialektik der Aufklärung handelt genau von dem Problem, wie schlägt eigentlich Selbstbeherrschung, die in manchen Momenten rational ist, um in irrationale Selbstbeherrschung, die das, wofür man sich am Anfang selbst beherrscht hat, in Frage stellt. Und genau dieses Modell, also und dieses Problem sozusagen, das ist das, wo man Finger drauflegen muss. Ob die Leute darauf reagieren oder nicht, das kann man überhaupt nichts dran machen. Gleichzeitig ist es so, in den eigenen Zusammenhängen, in Anführungsstrichen, unter den Leuten, die sich Kommunistinnen und Kommunisten nennen, die Revolution machen wollen, gibt es ja noch genug Leute, die jede Menge Unsinn erzählen, die immer nur von den Problemen der anderen schwätzen, die nie dazu kommen, mal die eigenen Probleme zu kritisieren, die sich als Akademiker betätigen, die sowas wie Gesellschaftskritik für ein Hobby halten, statt für den Versuch, gesellschaftliche Verhältnisse umzustützen. Und da ist ja nicht so, als gäbe es nach dem Motto, man hätte nichts zu tun und müsste sich jetzt überlegen, wie redet man eigentlich mit einem 19-Jährigen, der zur Bundeswehr geht, den man sowieso nicht treffen wird, vermutlich. Also so scheint mir zu gucken, was, also, keine Ahnung, Kritik heißt negieren von etwas, was man vorfindet. Und da müssen wir mal gucken, was finden wir vor? Und sozusagen, da muss man halt ansetzen, da muss man was sozusagen, wenn Leute dummes Zeug in der Uni erzählen, muss man halt was sagen, da muss man nicht auf seine Karriere in der Uni schielen, sozusagen. Oder man muss halt sagen, okay, dann sind es halt Leute, die akzeptieren halt die gesellschaftlichen Verhältnisse. Okay, wenn man nicht darauf vertraut, dass das hier veränderbar ist, aber dann soll man es ganz lassen mit der Kritik, oder dann kann man auch Luhmann lesen. Also damit ist man am Ende doch noch erfolgreicher als mit Kritik der politischen Ökonomie. Also die Leute, die meinen, sie machen die Revolution halb, indem sie sich toll mit Marx beschäftigen und daraus akademisch Mehrwert schlagen wollen. Ja? Sozusagen, die Leute haben halt auch einen Fehler im Kopf. Also die Leute haben den Fehler im Kopf, dass sie nicht checken, dass wären sie, hätten sie Bauingenieurswesen studiert oder wären Maschinenbauer geworden oder sonst was, hätten sie doch viel bessere Perspektiven gehabt. Also wer Perspektiven in dieser Gesellschaft will, soll die sich doch woanders suchen. Das geht woanders klug. Aber diese komische Halbheit, einerseits revolutionär dahin zu schwätzen, andererseits das als ein bescheuertes Hobby zu betreiben, das ist doch was, wo man ganz konkret das ständig erlebt und wo man was sagen kann. Also so. Spielst du Lotto? Gelegentlich. Siehst du, ne? Dann siehst du, welche mathematischen, statistischen Chancen das Glücksversprechen in der bürgerlichen Gesellschaft hat. Aber ich versuche auch Revolution. Indem du was sagst in der Uni. Naja, indem man überall, wo sich die Scheiße rührt, draufschlägt. Verbal. Naja, verbal oder wenn sozusagen, kommt ja darauf an, wie es nötig ist. Ne? Also keine Ahnung, wenn da einer einen überfallen würde oder was weiß ich, da siehst du mit, wie die drei Leute jemanden durch die Stadt jagen, um den totzuschlagen, weil der oder die eine Kippe aufhat oder so, dann sozusagen klar, dann wird man da auch zuschlagen. Ja, die Diskussion wäre jetzt damit eröffnet, ringfrei. Und bislang war es ja immer so, dass wenn die Intellektuellen unter der Parole Abschied vom Proletariat ihre Klassenmetaphysik abgetan haben, haben sie die Lebensreformillusion gründlich ausgepackt. Und es ist ja kein Zufall, dass 1980 in der historischen Gründungszeit der Grünen Partei das Buch von André Gortz steht mit dem Titel Adieu au Proletariat, Abschied vom Proletariat. Also man kritisiert nicht seine eigene Illusion, sondern wirft sie ab und macht dann Fünf-Sinne-Entfaltung im Sinne individueller Lebensreform und geht halt bei Bio, geht halt bei Alnatura einkaufen,
wendet sich Rudolf Steiner zu, pflegt seinen Astralleib und so weiter. Also ein solcher Abschied vom Proletariat ist ja hier auf dem Podium in keiner Weise klar überhaupt nicht gemeint worden, sondern es wollte gesagt werden, Revolution ist Selbstkritik der wahren Arbeitskraft im Abwerfen eben dieses Charakters, Leibeigener seines eigenen Leibes sein zu müssen. Und da, denke ich, haben wir in den Marxischen Frühschriften, gerade wenn er über das Verhältnis von Individuum und Gattung spricht und dessen falscher Versöhnung in der negativen Egalität der Subjekte, gibt es da ein polemisches Potenzial, das genau diese Nicht-Theorie-Praxis-Konstellation, sondern dieses Kathartische von Kritik und Krise anspricht. Und deswegen müsste man sich, statt jetzt dem DGB nachzulaufen oder den Soldaten der Arbeit am 1. Mai Konkurrenz zu machen, vielleicht am Samstag Flugblätter verteilen vor den Lottozentralen oder den Leuten den Spaß am Fußball vermiesen und in anderen protofaschistischen Maschenspektakeln vermiesen. Ne? Also das wären vielleicht, wären sicherlich Orte der Kritik, die sinnvoller sind, als sich bei Verdi um die Parole "Wir sind mehr wert" mit dem Hoffnung "Wir sind noch mehr wert", also 2% mehr Forderung ist 2% mehr Klassenkampf und ähnliches. Da muss man unbedingt etwas aufgreifen, denke ich, was also selbst die Operaisten, die ja in vielen theoretisch Fortschritte gemacht hatten. Ja, das ist eine Strömung im italienischen Marxismus der späten 50er und frühen 60er Jahre, die mit Leuten wie, mit Namen wie Raniero Panzieri oder Antonio Negri, also nicht der Negri von Multitude und diesen ganzen Zeugs, sondern so die späte 60er, frühe 80er Jahre, die haben eben nochmal ganz genau gelesen, das Maschinenkapitel im Kapital auch rekonstruiert, wie das in den Grundrissen vorformuliert war. Ne? Und da wird also dieser Gedanke dass Revolution Selbstentwertung der wahren Arbeitskraft ist, vollkommen zu Recht unterstrichen, obwohl die Operaisten mittlerweile auch nur eine Linksfraktion unter vielen geworden sind, weil sie eben auch systematisch jede Reflexion auf den Nationalsozialismus nicht zugelassen haben. Es ist ja kein Zufall, dass von denjenigen, die links von der Linkspartei oder links von dem ungeheuren Kosmos trotzkistischer Gruppen von der Arbeiterklasse reden, mit denen man diskutieren kann, sind ja eigentlich nur die Situationisten, gewisse Operaisten, ein paar Rätekommunisten übrig geblieben. Aber all die teilen ja auch mit der Klassenmetaphysik die Abspaltung der Figur des Soldaten als Aggression gegen die dritte Partei der Juden zum Beispiel. Und das ist ja eines der traurigsten Dinge, die man feststellen muss, dass einer der bekanntesten Rätekommunisten, Anton Pannekoek, schreibt 1948 ein Buch, das heißt Die Arbeiterräte. 500 Seiten rätekommunistisches Manifest. Über die sogenannte Judenfrage fallen ihm ein, zwei Absätze ein, wo er feststellt, wo er eigentlich nur den alten August Bebel zitiert und meint, ne, Antisemitismus sei eine ohnmächtige Reaktion von der Kapitalkonzentration zum sozialen Untergang verurteilter kleinbürgerlicher Klassen. Also im Zentrum der rätekommunistischen Reflexion, wie sie 48 auf ein paar Absätzen stattfindet, steht nur Sozialdemokratie. Also wie kommt es, dass alle Arbeitertümler von den bornierten Sozialdemokraten angefangen bis zur Fraktion Lavanda Vaga, ne, also Rätekommunisten, Anarchisten, ne, sich an dieser Abspaltungsaktion in den Quellen, auf die sie sich historisch berufen und auch in großen Teilen ihrer aktuellen Agitation, ne, Anwesende sind wie immer nicht gemeint, ne, an dieser Abspaltungsaktion beteiligen, kennt man von Anarchisten, deren Großvater Bakunin immerhin den wunderbaren Satz gesagt hat: Der Staat und was ihr die allgemeinen Interessen nennt, ist in Wirklichkeit nur eine große Schlechterei und ein einziger Friedhof. Vollkommen richtig. Kennt man von diesen Anarchisten, die einen solchen staatskritischen Gründungstheoretiker haben, kennt man von denen auch nur eine vernünftige kritische Auseinandersetzung mit der Massenvernichtung, die Deutschland inszeniert hat? Nein. Und das ist eben, denke ich, diese merkwürdige Sache, dass diese Mythologie der Wertvergrößerungsklasse, ne, immer auch ein linksdeutsches Abspaltungs- und Verdrängungsunternehmen ist. Und wenn das nicht gebrochen werden kann,
dann kann überhaupt nichts gebrochen werden, weil die Leute gewissermaßen sich mit der Funktion Ameisen ihrer eigenen Vergesellschaftung zu sein innerlich abgefunden haben, solange es die Reproduktion des Leibes noch möglich ist. Und wenn die Reproduktion des Leibes wie in der Krise irgendwie in Gefahr gerät, ne, dann schreien sie nach dem Staat als dem scheinbar anderen der Ökonomie. Und mit dieser Scheiße, ne, die am 1. Mai nun wieder mal aufgeführt werden wird von den Linksfraktionen in Freiburg, mit dieser Scheiße muss einfach einmal Schluss gemacht werden. Und wenn das die ganze Diskussion hier, und ist ja jetzt ja keine antagonistische Debatte, die wir hier führen, ne, man muss nur aufpassen damit, wenn man sagt, bei sich selber anfangen, ne, dass das nicht ganz unfreiwillig und unbeabsichtigt, und niemand meint das hier so, ne, in so eine Selbstanfängerei im Sinne von bei sich selber anfangen, in diesem esoterisch-psychokratischen Sinne umschüchtern. Das meint Selbstkritik unserer eigenen sozialen Existenz als irgendwie alle akademisch Sozialisierte, ne, oder akademisch auf ihr Fortkommen Hoffende und Planende, ne, dass man klar sagt, der Intellektuelle ist genauso schuld wie der selbstbewusste proletarische Wertvergrößerer und genauso schuld wie der bürgerliche Wertverwalter in diesem System. Es ist ein totaler Zwangszusammenhang der Negativität. So rum, denke ich, wird dann auch deutlich, dass es hier nicht um Theorie-Praxis-Verhältnisse gehen kann, sondern dass es um eine Konstellation geht, die man psychoanalytisch aufführen muss, eine Konstellation von Kritik und Krise, wo in der Krise nicht nur im großen globalen Szenario, sondern auch in der alltäglichen Identitätsnot jedes Einzelnen eigentlich erkannt werden kann, dass es mit einem Schluss sein muss, mit dem Sinnstiften, mit dem Rationalisieren. Ne? Dass man aufhören muss, etwa mit solchen Sachen, gut, das sagt heute keiner mehr, aber nach 1933 wurde das oft von NL-Marxisten gesagt, ne? Nach Hitler kommen wir. Also selbst der Faschismus wird noch in den Gang der Weltgeschichte als sinnstiftende Stufe eingebaut. Davon spricht heute keiner mehr. Aber keiner spricht auch davon, ne, dass mit dem Nationalsozialismus, zumindest in Deutschland, mit der Klassengesellschaft in diesem historischen Sinne einfach Schluss ist. Die Volksgemeinschaft hat gesiegt und dieses Ergebnis ist nicht durch Klassenmetaphysik wieder rückgängig zu machen oder wegzulügen, sondern das ist eine unhintergehbare Sache. Und wenn das deutsche Proletariat nicht in der Lage gewesen ist, sich massenhaft in Johann Georg Elsass zu verwandeln, dann wird man ihnen das heute, wo es alles Lafontainisten geworden sind und Sarah Wagenknecht-Anhänger, erst recht nicht beibringen können. Was ist aber, wenn dieser historische Augenblick, wenn der verpasst worden ist? Was ist nach dem historischen Augenblick? Und ich denke, dass die Klassenmetaphysiker eben sich darum hinweglügen und damit aber auch verfehlen, was der geschichtsphilosophische Ort des Kapitalverhältnisses ist, wie Marx ihn mit gutem Grund bestimmt hat. Also und das denke ich als Kritik an dir, Philipp, ne, das geht in dieser einfachen Sache mit der Trennung von den Produktionsmitteln nicht auf. Denn die Einheit des Menschen mit seinen Produktionsmitteln, das war der Zustand vor der Kapitalvergesellschaftung, wo die Individuen unmittelbar dem Gemeinwesen untergeordnet waren und Organe der Arbeit und der Knechtung gewesen sind. Marx sagt ja mit gutem Grund, das Kapitalverhältnis ist historisch bestimmt als eine Gesellschaft des Weder noch. Eine Gesellschaft, sagt er, wo weder die Individuen unter das Gemeinwesen subsumiert sind, noch die Individuen in freier Assoziation das Gemeinwesen unter sich subsumieren. Eine Gesellschaft ist weder noch eine absolute Grauzone der menschlichen Geschichte, in der jede Grausamkeit nicht nur möglich ist, sondern auch in einem ungeahnten Maße passiert ist. Und dieses weder noch, das kehrt auch an allen ökonomischen Kategorien wieder. Man kann nicht einfach, was Marxisten gerne tun, von der Kritik der politischen Ökonomie reden, im Sinne von, jetzt rechne ich euch mal die Profitrate vor und die Mehrwertrate gleich auch noch, sondern in dem Sinne, dass
politische Ökonomie überhaupt nur im Bewusstsein von Geschichtsphilosophie und dem geschichtsphilosophischen Ort des Kapitals schlechthin getrieben werden kann. Und das ist etwas, denke ich, wo jeder Anfang von Selbstbesinnung mal aufs politisch Ganze betrachtet, radikal damit beginnen müsste, dass in der deutschen Linken, was immer das sein mag, für einmal und für alle Zeiten endlich Schluss ist mit dieser ganzen legitimen Judenkritik und mit diesem Antizionismus. Das ist die Bedingung und die absolute Voraussetzung dessen, dass sich hier überhaupt nur irgendwas der Möglichkeit nach zum Besseren wenden könnte. Ne? Dass mit diesen Projektionen, mit diesen Aggressionen und so weiter endlich Schluss gemacht wird, zumal in einem Augenblick, wo der deutsche Staat von sich selber sagt, er leidet unter Israel als dem, Zitat, letzten Tabu deutscher Außenpolitik. Also wo der Staat sich warm läuft zu seiner endgültigen Souveränität, auch gegen den Staat der Überlebenden. Und das ist der Anfang von allem. Ohne das kann überhaupt gar nichts irgendwas sein. Gerade auch, weil im Antizionismus der Staatsfetischismus ein Nerv der Sache bildet. Und insofern ist hier Selbstrevision gefragt und Selbstkritik als Vorbereitung der Selbstentwertung der Menschen als belebtebare Arbeitskraft. Schluss mit dem Staatsfetisch, gerade auch in seiner antizionistischen Variante. Was einem nicht gelingen wird und was man auch gar nicht versuchen muss, also sozusagen, was auch Leute, glaube ich, in der Regel nur versuchen, mit Blick nach außen, wie nehmen das andere wahr, ist sowas wie von sich ein Bild zu erfinden, wie man möglichst konsistent in sich gefügt als Einheitliches nach außen dasteht. Also in dem Sinne nicht stimmig, aber in dem Sinne stimmig als sowas wie Selbstkritik und Gesellschaftskritik stehen in einem Verhältnis zueinander. Also warum sollen Leute eigentlich überhaupt über Gesellschaft reden, wenn das mit ihnen nichts zu tun hat? Also Leute fangen auch faktisch an, über Gesellschaft zu reden, weil sie Dinge selber erleben. Also auch jede Erkenntnis von Gesellschaft ist vermittelt durch ein Subjekt, was das erkennt sozusagen. Und dieses Subjekt ist keins, was von sich abgelöste, theoretisch reproduzierbare Positionen, die man dann aufschreiben kann und für immer und überall gültig sind, herstellen könnte. Also Horkheimer entfaltet das ja schön in unserem kleinen Aufsatz zum Problem der Wahrheit, also wo es genau um die Frage geht, wie funktioniert eigentlich sowas wie Erkenntnis und Kritik von Gesellschaft? Und also in dem Sinne geht es mir um stimmig sein. Also stimmig heißt, wenn man sieht, was ist eigentlich ein Problem an der Gesellschaft, so, dann sind das Sachen, wo man versuchen muss, im Rahmen dessen, wo man gerade ist und wie man gerade ist, was für Folgen hat das eigentlich für einen? Also sozusagen Theorie, die kann folgenlos bleiben fürs eigene Leben. Da kann man was aufschreiben und dann ist das sozusagen verdinglichte Erkenntnis von irgendwas und das kann man sozusagen unter die Leute bringen und dann, Paulo Freire nennt das so schön Bankierskonzept, dann führt man die Leute damit ab, die können das nacherzählen und sowas. Darum kann es aber Kritik gerade nicht gehen, sondern Kritik geht es darum, die eigenen Lebensverhältnisse zu verstehen und zwar unter der Perspektive der Abschaffung, also nicht, weil sozusagen das ein Dogma wäre, dass sie abgeschafft werden sollen, sondern weil aus der Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Verhältnissen sich sozusagen das Urteil ergibt, dass sie abgeschafft werden müssen. Und genau sozusagen, das ist das Stimmige, also dass man, wenn man erkannt hat, dass was scheiße ist an gesellschaftlichen Verhältnissen, dann kann man nicht, also da muss man auch was gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse tun. Das kann auch sein, ein Buch darüber zu schreiben oder mit Leuten darüber zu diskutieren oder so. Und wenn man sieht, das sind Sachen, die bescheuert sind, so wie, dass man sich ständig immer und überall zu allen in Konkurrenz setzt. Ja, im Seminar, da haben Leute schlechte Gefühle, weil andere mehr sagen. Da achten Leute darauf, wer sagt was, wie viel, wie komme ich beim Professor, bei der Professorin an. Sozusagen gegen solche Sachen muss man vorgehen, also sozusagen auch bei sich selber. Also da muss man auch mal den Finger in die Wunde legen und sagen, okay, was ist das eigentlich für ein Verhalten, was man da an den Tag legt, wenn man sozusagen Kritik betreiben will und nicht sozusagen akademisch sich qualifizieren möchte. In solchen Sachen. So ein bisschen spiegelt sich so diese Seite von auch, wie kann man das eigentlich an andere weitergeben und warum macht es Sinn, nicht irgendwie Theorie zu betreiben, die andere danach erzählen sollen, sondern das eigene Leben zu kritisieren und sich andere zu suchen, die auch das eigene Leben kritisieren. Und da haben die Sachen ja was miteinander zu tun. Also wir leben in gesellschaftlichen Verhältnissen und in der Regel ist so, was anderen ein scheiß Leben macht, ist was auch was mit einem selber zu tun hat, einem auch ein scheiß Leben macht. Also keine Ahnung, dass man arbeiten gehen muss, dass man für Sachen Geld ausgeben muss, die Scheiße, die man sich hier jeden Tag antun muss, um sich zu disziplinieren, von morgens aufstehen bis, man muss daran denken, was man in 30 Jahren macht. All
all diese Sachen sind ja Punkte, die andere genauso betreffen, und sozusagen da Leute zu suchen. Bei Hegel gibt es ein schönes Zitat, wo er sagt, keiner kann für den anderen denken so wenig als essen und trinken. Und genau in diesem Satz ist so, das funktioniert halt nicht. Man kann für andere weder fressen noch sich besaufen, noch kann man sozusagen für die anderen denken und denen das geben, und die nehmen das dann einfach. Also selbst solche Vorträge oder sowas, ne, eigentlich ist, also ich finde es immer so ein komisches Ding, sozusagen, vielleicht äußert ihr euch ja dazu, aber so, in der Regel funktioniert es so, sitzen vorne Leute, erzählen irgendwas, und dann hat man ein stummes Publikum, was das entweder abnickt oder nicht, aber irgendwie, man denkt, das hat ja was mit den Leuten zu tun, geht ja nicht darum, dass die sich da irgendwie ihren Input abholen und dann wieder nach Hause gehen und das irgendwie verwerten, sondern man diskutiert hier zusammen über eine Sache, die einen gemeinsam angeht. Aber woher kommt denn das Kriterium für dieses Erkenntnisinteresse? Also wenn wir beispielsweise bei Joachims Position die Durchstreichung der Selbstbewertung haben, als Kriterium, als quasi Positives, an dem man sieht, dass da etwas angegangen wird, dass da etwas bedrängt wird, ja, also dass quasi das Kreatürliche, was bedrängt wird, dann glaube ich, ist es kein Zufall, dass wir hier immer in solche plastischen Sachen wie, bei dir sieht man sogar eine Sprache, ja, fressen, trinken, keine Ahnung, oder wenn Joachim halt sagt, das ist sinnlich, ja, das, was da rationalisiert wird, das, was einem da weggenommen wird, oder das, was man nicht entfalten kann, das sind irgendwie immer solche rudimentären, würde ich fast schon sagen, körperlichen Reflexe. Und bei dir würde ich sogar noch weitergehen und sagen, das sind sogar selber eigentlich überhaupt keine, ja, also ich meine, das ist nichts davon ist unmittelbar, aber das Bedürfnis zum Beispiel, sich zu besaufen, ist natürlich auch überhaupt nichts, was jetzt außerhalb der Gesellschaft oder im Konflikt mit ihr stände, ja, also es ist nichts, was da ist und was dann bedrängt wird. Das heißt, das Problem ist doch, von welchem Punkt aus gehe ich denn da überhaupt an? Also ich meine, wenn ich jetzt ein MLer bin, habe ich ja quasi alle Karten auf der Hand, dann kann ich sagen, alles klar, ich produziere Schokolade und ich möchte auch gerne Schokolade essen, weil ich die ja selber produziere. Und der hinterfragt überhaupt nicht dieses Bedürfnis danach. So, du würdest wahrscheinlich sagen, naja, ist ja eine klare Geschichte, wenn sich jetzt zwei Leute zum Beispiel um Fitnessgerät balgen, ja, da ist wahrscheinlich, da ist offensichtlich der Drang nach Rationalisierung stärker als jetzt erstmal das Vorgeschobene, die Knappheit. Und dass dieser, vielleicht könnte man sogar sagen, dass der die Konkurrenz, die bei den Gewerkschaften sehen muss, zum Beispiel aufläuft, wenn die Leute sagen, wir wollen halt auch einen Job, ist eigentlich relativ ähnlich. Die Frage wäre also, worauf beziehst du dich? Also ich meine, du bist kein MLer, du hast es ja auch gerade ziemlich gut widerlegt. Und jetzt wüsste ich aber ehrlich gesagt nicht mehr, wie man da weitergeht. Ich beziehe mich auf 30 Jahre erfolgreichen Organisationsaufbau der Initiative Sozialistisches Forum. Das ist nicht erfolgreich, weil es nicht funktioniert. Die wir es geschafft haben, einen harten Kaderkern von nun 8, 9 oder 9,5 Genossen zusammenzubringen. Das ist ein großer Erfolg der wirklichen proletarischen Masse. Ein Erfolg, der auch dadurch möglich geworden ist, dass es jetzt 150 Mitglieder gibt unseres Buchleseklubs. Ne? Und die Revolution kann nur voranschreiten durch die Vergrößerung des Vereinswesens. So. Ne? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ne? Ansonsten möchte ich vielleicht noch eins sagen. Ne? Ja. Dass im Zentrum das steht, was Philipp zu Recht gesagt hat, es muss mit diesem Theorie-Praxis-Verhältnis Schluss sein. Als Theorie-Praxis-Verhältnis und die Intellektuellen als Weltkind in der Mitte zur Vermittlung von an sich und für sich der Klasse. Ich bin nicht so sicher, ob Philipp damit Schluss gemacht hat. Also, weil wir haben uns gerade eben über die Frage unterhalten, welche Stellenwert eigentlich die Trennung der Produktionsmittel für das Bewusstsein und für das Erkenntnisinteresse haben. Und da hast du zum Beispiel gesagt, es ist notwendig, erstmal dabei anzufangen, bei den Dingen, die einen stören. Also eben zum Beispiel, dass man sich eben irgendwas, keine Ahnung, nicht leisten kann, bla bla bla. Aber die Frage wäre doch, ist das dem Gegenstand eben inne? Ist die Gesellschaft, nimmt man quasi den gleichen Gang der Gesellschaft in seiner Erkenntnisfähigkeit? Ja, geht man vom Konstitutivum bis zu den Randphänomenen oder ist es halt genau andersrum und ist dementsprechend das revolutionäre Subjekt fängt quasi bei den Randphänomenen an, was für mich aber ehrlich gesagt ziemlich pädagogisch klingt, schon wieder. Aber es ist doch nicht pädagogisch, sondern, also das Problem ist doch folgendermaßen, erstmal sind wir mit den konkreten Dingen konfrontiert, also sozusagen woher, aus welcher Position soll man eine Theorie... Die sind aber gar nicht konkret. Na klar, erstmal die Dinge hier sind doch... Wenn ich mir Brötchen kaufen will und der verlangt dafür 2 Euro, das ist doch nicht konkret. Ja doch, ist ziemlich konkret.
Also was denn sonst? Sozusagen das Konkrete, Marx schreibt das ja schon, ich glaube, es ist in der Einleitung zum Grundrissen, dass das Konkrete das Voraussetzungsvolle ist. Also das ist doch das, sozusagen, das ist doch auch das, warum die Leute sich so abmühen in der Gesellschaft. Ja, hier kann man mit Geld umgehen, ohne zu wissen, was Geld ist. Gleichzeitig, jede Menge Kacke, die einem so mit dem Geld passiert, kann man halt nur verstehen, wenn man weiß, was Geld ist. Um zu wissen, was Geld ist, muss man sozusagen, aber und das ist gerade das, was Marx immer an den klassischen Politökonomen kritisiert, dass sie die Dinge finden und voraussetzen als Tatsachen. Da wird sozusagen ein gesellschaftliches Verhältnis von Menschen zueinander verwandelt in eine Tatsachenwelt, von der die Leute dann ausgehen und gegenüber die Leute handeln. Dass sie aber erstmal mit den Tatsachen konfrontiert sind, daran lässt sich ja faktisch nichts ändern. Die Frage ist, geht man kritisch hinter diese Tatsachen, indem man ihre Voraussetzungen hinterfragt, zurück? Und da würde ich sagen, ja, darauf kann man vertrauen, wenn einer kritisch hinter die Sachen zurückgeht, die ihn jeden Tag betreffen, dann wird er auf bestimmte Punkte schon kommen. Wenn nicht, ja, was soll denn die Person mit mir anfangen? Wenn die aus anderen Gründen unglücklich ist, weil, was weiß ich, der Onkel Krebs hat oder sowas, daran kann die Revolution nichts machen. Also, wenn das Endprodukt ist, sozusagen, der Reflexion, was soll man da dran tun? Das Problem, also, was dran tun kann man, wenn die Leute aus den gleichen Voraussetzungen heraus unglücklich sind oder die Probleme haben, dann kann man sozusagen sich zusammentun unter einem gleichen Interesse. Und das scheint mir der Punkt zu sein. Und da geht es um, also irgendwo muss man anfangen. Es ist ja nicht so, dass man ist nirgendwo und dann fängt man an, was zu machen, sondern man ist mit Dingen konfrontiert. Also der Mensch wird, also keine Ahnung, der Mensch trifft überall auf Voraussetzungsvolles. Wir werden geboren in gesellschaftliche Verhältnisse, die wir nicht gemacht haben, die wir nicht verstehen. Die sind vorausgesetzt faktisch. Und die Frage ist, geht man kritisch dahinter zurück oder handelt man nur mit dem, was man vorfindet unmittelbar? Und ich würde sagen, hinter zurückgehen tut man auch nur, wenn man sich an dem stört, was man davor findet. Wer sich nicht stört daran, dass es Geld gibt, dass es Lohnarbeit gibt, dass es einen Staat gibt, dass man vom Staat in den Krieg geschickt wird und einem die Arme und Beine abgeschossen werden unter Umständen sozusagen. Ja, was will man denn mit den Leuten? Wer sich daran nicht stört, mit dem kann man doch gar nicht diskutieren. Was soll man dem denn, der Person braucht man ja nicht mit Kritik kommen. Also wozu? Der hat ja gar kein Interesse daran. Der hat ja nichts, was sie daran stört. Also so. Ja, dann ist das Theorie-Praxis-Verhältnis um die Frage zentriert, wandern wir jetzt aus oder nächste Woche und wenn, dann wohin? Ja, wenn man das möchte, kann man das so fassen. Also man sollte auf jeden Fall sich bereithalten, auszuwandern im Zweifelsfall. Ja. Aber ich meine, der Punkt ist eben der, du sagst mir eigentlich viel zu oft Theorie, Theorie, Theorie. Ne? Und ich denke, dass die Leute wissen nicht, was Geld ist. Aber sie können es auch objektiv gar nicht wissen. Da können sie sich anstrengen, wie sie wollen. Marx wusste es auch nicht. Und dieses objektive Unverständnis zu rationalisieren und aufzulösen in konkurrierende Geldtheorien, wie es etwa die Volkswirtschaftslehre macht, das ist der Versuch, die Ideologisierung im Sinne von nach Maßgaben des Verstandes sich die Sache zurechtlegen. Und die Kritik als Kritik der Voraussetzungen, ne, ist die Kritik an der Rationalisierung. Und ich möchte nochmal daran festhalten, dass Kritik der Rationalisierung im ideologiekritischen Sinne mit der Kritik an Rationalisierung im psychoanalytischen Sinne homolog ist. Denn als Subjekte der Selbsterhaltung sind wir gezwungen, dass im Jenseits der Vernunft agierende Kapital uns nach Maßgabe unserer Logik und Verstandesfähigkeit zurechtzubiegen. Deswegen ist es so, dass der Volkswirtschaftsökonom, der jetzt die Alternative für Deutschland gründet, genauso wenig weiß, was Geld ist, wie die Kassiererin beim Aldi. Und dass diese negative Egalität etwas ist, dass also kritisch klargemacht, vielleicht die Hoffnung bietet, dass es den Leuten wie Schuppen von den Augen fällt. Sowohl der Kassiererin wie dem Volkswirtschaftsprofessor. Also dass die Kritik der Verstandesfähigkeit und der Logifizierung als Basis jeder ideologischen Rede weg muss und dass man auch einfach mal zugeben muss, dass der Intellektuelle bestenfalls wortreicher erklären kann als die Kassiererin, dass sie nicht versteht, was Geld ist. Dass man sich aber darauf einen Scheißdreck einzubilden hat. Dass das also eine negative Egalität schafft, die
die kathartische Rolle der Kritik vielleicht stimulieren kann. Also alles andere, denke ich, führt doch wieder nur zur Lebensweltpolitik und führt dazu, dass sich eben diejenigen, die eine gleiche Lebenslage erkannt haben, sich in der KTS zu einer veganen Küche mit antizionistischer Musik versammeln. Was ich jetzt hier nicht vorwerfen will, ganz und gar nicht, ne? Aber man sieht, wie Lebensraumpolitik gemacht wird in der alternativen Szene in den entsprechenden einschlägigen Lokalitäten. Ne? Wir haben jetzt halt hier die KTS vor Augen, dem haben wir ja auch hier die Texte dieses Flugplatz gewidmet, ne? Zum Teil wie man hier durch Sprachverrohung, Verrohung aller kulinarisch schulungsfähigen Sinne, wie man eben da eben so einen Lebensraum aufbaut. Dass das eine Rationalisierungstechnik ist, die eine repressive Gemeinschaftsbildung ist. Und dass die Leute eigentlich nur ihre Angst, alleine zu sein, politisch ausagieren. Und da kommt ein Gedanke der Aufklärung hinzu, den hat mir der Blaise Pascal geäußert, eine sehr kluge materialistische Theorie. Alles Unglück der Menschheit kommt daher, dass die Leute es nicht alleine in einem Zimmer aushalten können. Also das ist doch auch was. Gibt es in dieser Gesellschaft die Möglichkeit, ohne unglücklich zu werden und zu sein oder zu verelenden, alleine zu sein? Diese Tendenz zur Zusammenrottung, zur öffentlichen Zusammenrottung, Straßenfest des 1. Mai. Man kann sich davon nur wieder fürchten, wie jedes Jahr, wenn Günther hier das Bierfass aufmacht. Ne? Und die anderen öffentlichen Sachen. Das ist doch so, dass hinter diesen Massenveranstaltungen nur mühsam gebändigte Panik von vereinsamten Atomen steht. Vor 2-3 Jahren gab es in Duisburg, typischerweise bei der Love Parade, ne, eine Stampede menschlicher Rindviecher, wo sie sich alle gegenseitig totgetreten haben, weil für einen Augenblick das polizeiliche sogenannte Crowd-Management, ein schönes Wort, Crowd-Management, also sie meinen nicht Kraut im Sinne von Sauerkraut, also Krautdeutsch, sondern Crowd im Sinne von Menge, ne, dass eben in diesen Massenversammlungen die vereinzelten Einsamen ihre Einsamkeit, die sie nicht ertragen können, in Form von Panik und Aggression gegen andere nach außen tragen. Ne? Dass man vielleicht auch mal die Fähigkeiten, das ist Psychoanalyse, die Fähigkeit, mit sich selber reflektierend allein zu sein, ohne einen Horror-Vakui und Klaustrophobie zu erleiden, dass das ja die Bedingung der Möglichkeit ist, überhaupt Kritik zu äußern und das Rationalisieren sein zu lassen. Ja, woher soll die denn kommen, Joachim? Vielleicht aus Abscheu vor der Love Parade. Das kann ja schon durchaus reichen. Ne? Das kann ja auch lebensrettend sein. Aber da haben sich 30 Leute totgetrampelt, diese Idioten. Aber ne? Wenn ich irgendwie, und das ist gestern beim FC München, als er 4-0 gegen Barcelona gewonnen hat, dazu nicht gekommen ist, zu dieser Stampede dieser Rindviecher, ne, ist wahrscheinlich nur der Enttäuschung über Uli Hoeneß zuzuschreiben, dass die Leute eben, keine Ahnung, ne, oder die Polizei war eben gut drauf den Tag. Das hieße ja, aber als Akademiker hat man eigentlich ganz gute Chancen, wenn man nicht so viel arbeitet. Oder gut, als Akademiker arbeitet man schon viel, aber die sind so als Student, also sozusagen ja, viele kostenlos arbeiten, das ist ein Professor, also wer meint, das würde sich lohnen, aber das würde gar nicht rechnen. Der Deutsche Soziologentag ist doch für Akademiker dasselbe, was für den Pöbel das Fußballspiel ist. Ich bitte dich. Ne? Genau so langweilig, hast recht. Das stimmt schon, aber das heißt im Prinzip, dass wenn man über mehr freie Zeit verfügt, hat man halt auch mehr Möglichkeit dazu. Ne? Nein, aber nochmal sozusagen zu zwei, also nochmal zu, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Oh, weiß ich nicht mehr. Nochmal sozusagen zu diesem Lebensding. Also gerade die subkulturellen Zusammenhänge, die es in der linken Szene gibt, spiegeln doch immer wieder recht deutlich, dass es da nicht um Zusammenschluss von Leuten geht, die was Gemeinsames wollen und gemeinsame Probleme haben, sondern Leute, die gemeinsame Vorlieben haben. Sei es für ein spezifisches Essen, für eine spezifische Musik und sozusagen sich da subkulturell ausgestalten wollen. Das ist ja was anderes, als festzustellen, dass die gleichen Dinge sind, unter denen man leidet und wegen denen man sich zusammentut, um sie gemeinsam abzuschaffen. Und auch mit der Masse, also sozusagen, was du beschreibst, würde ich sagen, das ist ein sehr schizophrenes Ding. Man kann verstehen, dass die Leute nicht sozusagen alleine es zu Hause aushalten. Die Frage ist ja, warum das ist. Und da ist es halt so,
dass sich sowas wie ein Individuum überhaupt herstellt. Und sozusagen, das ist eine interessante Stelle, die beflissentlich immer überlesen wird in der Minima Moralia oder sogar mehrere Stellen gibt es da. Sozusagen, dass es sowas wie ein Ich geben kann, dass es bei sich aushält, setzt eine spezifische Solidarität von Menschen voraus. Der Einzelne ist eben nicht der Gegenpunkt zum Racket, sondern seine kleinste Einheit. Und sozusagen, genau dieser Punkt wird sozusagen geflissentlich überlesen. Also sowas wie Gruppen, die sich zusammenfinden unter einem gemeinsamen Interesse, ohne dass die Einzelnen darin völlig aufgeben. Das, was Adorno sozusagen gibt, und ich habe jetzt letztens in einer Zeitung einen schönen Brief, die Bahamas hat direkt eine Überschrift draus gemacht, ja, ist sozusagen Solidarität in der Trostlosigkeit, schrieb eine junge Studentin an Adorno. Das wäre das sozusagen, was sie gefehlt hätte und was sie bei ihm gefunden hätte. Genau diese Solidarität in der Trostlosigkeit ist doch, wenn man mal ganz ehrlich ist, was in den Gruppenzusammenhängen, in denen wir uns bewegen, in denen wir sozusagen zusammentun mit Leuten, und das sozusagen bei uns ganz konkret, das sind Leute, die hören unterschiedliche Musik, finden deren Musik grausig, ich will nicht mit denen auf eine Party gehen oder so, finde deren Klamotten finde ich auch nicht toll, ich will mich anders anziehen. Aber was mich mit denen verbindet, ist ein gemeinsames Interesse, die gesellschaftlichen Verhältnisse abzuschaffen. Und sozusagen genau diese Solidarität und dieser Zusammenhang gibt einem ja überhaupt erst die Möglichkeit und Sicherheit, als Einzelner zu bestehen, wogegen zu halten. Also genau dieser, also wenn man sozusagen über einen Einzelnen redet, muss man auch darüber reden, was macht diesen Einzelnen überhaupt möglich als Individuum oder sozusagen als Ansatz von sowas wie Individuum. Und das ist eben nicht, dass er bloß alleine zu Hause sitzt, dass die Leute zu Hause alleine verängstigt sitzen, wenn sie bloß alleine sind. Das ist ja völlig nachvollziehbar. Sozusagen, das Doofe ist nur, dass sie statt sich zusammenzutun und die Scheiße abzuschaffen, die sie atomisiert, ins Fußballstadion rennen. Ja gut, das mag sozusagen mal nett sein, also ne, im Vergleich zu Hause zu sitzen, das wird das Problem aber nicht lösen. Also so scheint mir das Problem zu sein.